Jetzt. So ungefähr, ne? Ein Kaltstart quasi. Ein Kaltstart. Also ich drücke quasi einfach auf das Knöpfchen und dann steht hier irgendwann, Sie sind jetzt live. Und ich bin immer so ein bisschen unsicher. Ich weiß mal nicht genau, ab wann genau die Leute da draußen das sehen. Weißt du, ob das wirklich dann ist, wenn ich klicke? Oder, denn da braucht er ja so 2, 3 Sekunden und sagt, jetzt bist du live. Also es kann sein, dass da immer so eine kleine Verzögerung drin ist. Aber jetzt sollten wir auf jeden Fall live sein. Und ich begrüße an dieser Stelle alle unsere Zuschauer da draußen. Ich freue mich, dass wir hier wieder ja, so schön beisammensitzen an unserem kleinen Livestreaming-Stammtisch. Und heute habe ich einen Gast dabei und ja, ihr seid nicht ganz unschuldig. Denn ich hab ja mitbekommen, dass es ja doch einige Freunde von Fuji-Kameras gibt. Und ja, da dachte ich mir, Mensch, haust du doch einfach mal den Thomas, ne? Thomas. Du bist ja, also der Thomas ist ja amerikanischer Herkunft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Thomas Jones, also nicht der Thomas Jones, sondern der Thomas Jones, ne? Und ja, von daher, ja, kleine Frage in die Runde. Sound okay, Bild okay? Also irgendwer schreibt hier schon, der Ton ist irgendwie komisch. Ja, das ist immer, ja, da, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich immer irgendwo lese, Ton ist komisch, dann, ja. Das ist immer Ansichtssache, was komisch ist. Also, Ja, wir könnten noch ja. fragen, wer komisch ist. Bin ich komisch oder ist Ja, ja. Patrick Ja, komisch? ja. Nee, Ja, nee, hier aber Ton und Bild ist mittlerweile, gut. genau, mittlerweile verarschen die mich auch ganz gerne, weil sie genau wissen, dass ich da extrem sensibel drauf reagiere. Ja, echt, es ist so, ich weiß es auch nicht, ne? Ja, nee, guck mal hier, Ton ist komisch, ey, ihr könnt mich mal da draußen, ich schalte gleich den Ton ganz ab. Ne? Thomas, moin in die Runde. Moin, schön, freut mich, dass ich hier sein darf. War schon lange mal Ziel, hier den Livestream mal zu verpassen, weil ich selbst dabei bin. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Also ich denke mal, viele da draußen, die kennen dich auch, gerade die, die sich auch mit Fuji beschäftigen. Du hast ja selber auch einen YouTube-Kanal, machst da ja auch viel Technikgedöns, ne? Also geht es auch öfter mal um die Fuji-Kameras, ne? Und ich weiß nicht, möchtest du mal ganz kurz trotzdem mal ein bisschen was zu dir erzählen, was du so machst, ne? Ja, gerne. Auch wenn mich die Frage jedes Mal unvorbereitet trifft und ich mir irgendwann mal einen Text aufschreiben sollte, vielleicht dazu. Thomas Jones, du hast gerade eben schon gesagt, Deutsch-Amerikaner. Ich bin hauptsächlich in der Porträt- und Reportagefotografie mittlerweile unterwegs. Den größten Teil, was ich früher sonst alles gemacht habe, Hochzeiten und sowas, habe ich alles bis aufs absolute Minimum runtergefahren, was sich nicht vermeiden lässt. Ich fotografiere mit Fujifilm hauptsächlich. Es gibt die ein oder andere Ausnahme, sind so analoge Sachen wie eine Hasselblad hier hinten oder du hast ja auch schon angekündigt, dass sich auch mittlerweile der M10 hier eingefunden hat bei mir. Und Irgendwann kommen sie alle zur Leica. irgendwann kommen sie alle, genau, das ist so. Was mache ich sonst so? Ich bin Fuji Ambassador mittlerweile, ich bin Ex-Photographer geworden letztes Jahr und bin. Aber auch, also selbst wenn ich es nicht wäre, ich glaube, ich würde trotzdem den ganzen Tag über die Kameras quatschen, weil sie mich einfach begeistern, deswegen ich auch damals den Switch gemacht habe. Und mache neben der Fotografie Podcasts, YouTube, Workshops, Gedöns, was man halt so macht, weil ich einfach gern rede, glaube ich. Wenn ich ganz ehrlich bin, rede ich einfach gern, suche Ausreden, die Leute voll zu texten. Das ist immerhin mal eine ehrliche Antwort, ne? Ja, Absolute ich Transparenz meine, hier. ich mache das ja auch. Also ich habe ja auch, also ich meine, man muss ja so eine gewisse ja, Extrovertiertheit mitbringen. Also ich sage mal, so ein bisschen ja, verbale Inkontinenz, ne? Und ja, und was ich gerade sagen wollte, mal sehen, wie lange du noch Ambassador bist bei Fuji. Denn ich war auch mal Ambassador für eine Marke, bis ich mir die erste Leica gekauft habe. Ah, okay. Ja, Ja. siehst, ich habe es ja nur geliehen, von daher kann ich es Ja, wahrscheinlich ach, wieder dann geht das rauszögern. noch, dann geht das noch, ne? Dann geht das noch. Was ist fotografisch so dein Fokus? Fotografisch mein Fokus. Also, ich sag mal, mein Geld verdiene ich hauptsächlich mit Firmenkunden. Das, wo ich viel Werbefotografie mache für deren Geschäftsberichte und so ein Quatsch. Porträts, Business-Porträts, Manager durchfotografieren, all solche Sachen.
Was ich immer mehr versuche reinzubekommen, ist tatsächlich so diesen reportagigen Ansatz, also Veranstaltungen fotografieren, wenn sie denn mal stattfinden, was jetzt hoffentlich bald wieder mehr wird. Und die letzten 2 Jahre habe ich mich aber das, was ich gerne fotografiere, auch versucht irgendwie zu Geld zu machen. Ich bin ein Amerikaner und da ist es immer so, ach guck mal, da leuchtet schon das Licht. Ja, der geht schon, der Nikolaus. Ich danke dir, Nico. Bam, bam. Ja. Und was mich mehr interessiert, sind tatsächlich die Reportagen. Also mich in irgendein Thema einzufuchsen, mir das genau anzugucken. Ich könnte im Prinzip auch den ganzen Tag Wikipedia lesen, aber ich rede halt auch gern mit Menschen. Deswegen muss ich dann doch hin und wieder raus. Und habe zum Beispiel 2020 ein komplettes Jahr lang einen Politiker während dem Wahlkampf begleitet. Also wirklich von dem Moment, wo er praktisch beschlossen, mehr oder weniger noch nicht mal öffentlich gemacht hatte, sondern es wirklich beschlossen war, das zu tun, habe ich ihn über ein Jahr lang dann begleitet durch den Wahlkampf, bis er am Ende jüngster Oberbürgermeister Deutschlands geworden ist. Letztes Jahr habe ich dann andere Politiker noch im Wahlkampf auf der Bundesebene dann begleitet. Cem Özdemir zum Beispiel, Annalena Baerbock habe ich begleitet. Und klar, reisen, wenn möglich, und da möglichst viel fotografieren, einfach in die Welt ein bisschen abtauchen. Ich meine, du machst es ja ganz ähnlich. Ich habe jetzt gesehen, was mit Fesi wieder in Istanbul zum Beispiel. Und dieses dann wirklich bei einem Barbershop zu sitzen und da dann alles wissen zu wollen, bis man am Ende bei dem im Wohnzimmer sitzt am besten, das ist Fotografie für mich. Also die Kamera ist dann wirklich da, die Ausrede, überall hinzudürfen quasi und alles zu fotografieren. Und das baue ich im Moment noch weiter aus sogar, also mit Magazinveröffentlichungen, die dann da dazukommen und so weiter und so weiter. Das mit der Ausrede ist ein ganz gutes Stichwort und trifft es auch. Also es ist oftmals ist es auch so, dass die Kamera einfach ein Vehikel ist. Ich weiß gar nicht, ob ich viele Orte überhaupt besuchen würde, wenn ich einfach Sightseeing mache. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt einfach sage, ich mache Urlaub und bin in einer Stadt und will mir das einfach ein bisschen angucken, bin ich mir nicht sicher, ob ich, jetzt wie gesagt, mit dem Fazy, da waren wir ja da auch in so einem Stadtteil von Istanbul, der auch echt ziemlich runtergekommen ist. Und das ist jetzt auch nichts, wo du hinfährst und sagst, da gehe ich jetzt mal einen Kaffee trinken oder schön Kuchen essen oder setze mich da hin und chille ein bisschen. Also da, ja, die Fotografie ist irgendwo auch dann ja, der Antrieb, gewisse Dinge zu entdecken, ne? Ja, ist genau der Punkt, wo ich normalerweise vielleicht sagen würde, oh, da gehe ich vielleicht nicht hin. Mit einer Kamera gibt es dann irgendwie gar keine Option, da nicht hinzugehen. Also natürlich geht man dann dahin. Das ist so dieser letzte Push, den man manchmal vielleicht auch braucht, dann irgendwo hinzugehen, wo man sonst vielleicht nicht hingehen würde. Ja, es ist auch so, sobald ich die Kamera in die Hand nehme, finde ich auch andere Sachen geil. Also ich bin ja auch durchaus jemand, der sich, sag ich mal, einfach in eine Bar setzen kann und da ein bisschen abhängen und ich kann auch einfach so ein bisschen durch die Stadt latschen und mir Sachen angucken und so weiter. Und in dem Moment, wo ich fotografiere, habe ich einen ganz anderen Fokus. Mhm. Na? Also man läuft nicht mehr so an den Sachen vorbei, habe ich das Gefühl. Mir ging das in New York so, da bin ich aus Brooklyn nach Manhattan reingefahren und schon am ersten Tag habe ich morgens in so einer Garagenwerkstatt mehr oder weniger ein paar Jungs gesehen, die irgendwie manchmal mit und manchmal ohne Brille irgendwas zusammengeschweißt haben. Dachte mir, geil, heute keine Zeit, aber morgen gehe ich da rein und quatsche die voll. Ja. Und da bin ich einfach da reingelaufen und habe gesagt, Servus, ich komme aus Deutschland, ob ich hier mal fotografieren dürfte, auf Englisch, die aber alle nur Spanisch gesprochen. Und die halt so, wenn du meinst, okay. Und dann bin ich halt, die dachten, ich mache da jetzt irgendwie ein Bild und dann ist vorbei. Und dann bin ich aber da halt irgendwie eine halbe Stunde bei denen in der Werkstatt rumgestapft zwischen Eisenstangen und Treppen und was sie sonst so zusammengeschweißt haben. Und hab da Bilder gemacht. Die waren sichtlich irritiert, aber am Ende haben wir uns auch irgendwie verstanden. Also das, und das hätte ich ohne Kamera natürlich nicht gemacht. Also wäre ich dran vorbeigelaufen, hätte vielleicht geguckt, aber dann läufst du da weiter. Und so hast du eine halbe Stunde, wo du halt dranbleibst an der Sache auch. Man hat ja auch irgendwo einen Vorwand, ne? Also das heißt, man sagt ja auch zu den Leuten, Mensch, ich würde mir das gerne mal angucken, ich würde mal gerne hier ein bisschen fotografieren. Du gehst ja nicht hin und sagst, ich würde hier gerne mal ein bisschen rumstehen und gucken, was ihr so treibt, ne? Oder? Lassen Sie mich durch, ich bin Tourist. Genau. Geht es dir auch so, dass solche Dinge dann im Ausland teilweise einfacher fallen? Ja. Das liegt aber, glaube ich, nicht unbedingt daran, dass es mir im Ausland einfacher fällt. Ich glaube eher, dass die Deutschen hier so ein Problem damit haben, wenn man zu denen einfach hingeht und sagt, hey, ich interessiere mich für das, was du tust.
lass mich da mal zugucken. Also ich versuche das ja gerade, die letzten 2 Jahre war es mit Reisen weniger. Und ich habe im Prinzip versucht, das, was ich sonst auf Reisen gemacht habe, hier in Deutschland zu machen. Aber du kannst den Leuten wirklich sagen, hey, ich würde gerne bei euch mal in die Werkstatt gucken. Ihr kriegt die Bilder umsonst, das ist mir auch scheißegal, kostet euch auch nichts. Ist gerade schwierig, wissen wir nicht so genau. Dann immer mit dem Datenschutz und bla und überhaupt. Also ich glaube, es gibt schon viele Leute, die da Bock drauf hätten. Also ich glaube, wenn man mal so ein bisschen rumfragt und so und wenn man dann so die ersten Bilder zeigt, dann glaube ich schon, dass es da auch viele gibt, gerade auch in Deutschland, die sagen, Mensch, das wäre eigentlich eine richtig coole Sache. Ich glaube nur einfach, es hat sich so in den Köpfen manifestiert, dass halt Fotografie irgendwie hat so in Deutschland komplett die Leichtigkeit verloren. Und ich glaube, man ist halt erstmal so, man ist so reserviert dagegen. Ja, weil natürlich in der Bildzeitung steht immer fotografieren. Ach, Prost. Ich mache hier heute den Faisy, ne? Ja. Mit einem Wasser. Trinkst du da Leckeres? Ich trinke ein Randale. Ach, Ale. Geil. Ja. Ach, Rand Ale. Randale, genau. Klar. Ja. So, nur das T-Shirt drüber. Prost in die Runde. Was ist denn das für ein T-Shirt? Ist das dein Merchandising? In Florida hat es irgendwie jeder um sein Bier rum. Mein Dad sagt immer, dass es damit die Hand nicht kalt wird. Ich bin ziemlich sicher, es ist damit das Bier kalt bleibt, aber gilt beides, glaube ich. Also, ich dachte, das ist, weil man in der Öffentlichkeit ja mit Alkohol in den USA immer noch vorsichtig sein muss. Obwohl, da reicht das wahrscheinlich nicht, ne? Da muss es doch da reicht die obligatorische Papiertüte sein. Ja. Na? Ja. Also wir wollen ja heute so ein bisschen über Fuji quatschen, natürlich ein bisschen Tech-Talk, wir wollen natürlich auch über Fotografie quatschen. Du hast auch ein paar Bilder mitgebracht, hast du erzählt. Ja, ich würde sagen, also ihr da draußen natürlich gerne immer mit Fragen her, Anregungen, Themen. Wir verfolgen den Chat, so weit das möglich ist, wenn das alles nicht zu schnell geht. Also gucken einmal mit einem Auge drauf und versuchen natürlich auch alle möglichen Fragen zu beantworten. Genau. Wie ist deine Entscheidung für Fuji gefallen? Wie bist du dazu gekommen? Oder hast du irgendwann gesagt, Mensch, das ist das System für mich, da habe ich Bock drauf? Hast du schon immer mit Fuji fotografiert? Erzähl mal, wie da so die Anfänge waren. Ich komme eigentlich von Canon und habe da auch in die Profi-Ausrüstung schon dick investiert gehabt damals. Das ist jetzt, seit 2014 bin ich bei, habe ich mit Fujifilm angefangen. Und ich habe halt irgendwas, das Problem gibt, das kennst du auch, du hast immer diese großen Spiegelreflexkameras, immer größere, immer weißere Objektive und fühlst dich brutal toll dabei, dass du den ganzen Quatsch hast und fotografierst damit, machst deine Jobs damit, alles okay, super, dafür ist das Zeug ja auch gemacht, aber du nimmst es irgendwann nicht mehr mit. Also einfach so, wenn du irgendwo hinfährst, du nimmst halt nicht irgendwie so ein 70-200 von Canon mal locker in der Tasche mit, weil das halt auch Quatsch ist einfach. Und da habe ich so ein bisschen den Spaß an der Fotografie tatsächlich verloren. Je mehr ich es eigentlich konnte, desto weniger hat es mir irgendwie Spaß gemacht. Und dachte ich schon, war vielleicht eine dumme Entscheidung, das als Job zu machen. Und musste dann feststellen, nee, es hat zwei Gründe. Zum einen inspiriert mich die Kamera einfach nicht mehr. Also das ist so, klar, die tut, was sie soll. Ich kann damit alles fotografieren. Das ist gut. Die ist technisch nicht verkehrt, aber sie macht mir keinen Spaß. Und da habe ich so ein bisschen rumgeguckt. Und damals hatten alle dann die Fujifilm X100 oder X100S kurz danach dann so abgefeiert. Also die kleine hier, ich habe hier alles einmal rumliegen, mit Festbrennweite dran, klein, schmal, passt im Prinzip irgendwie in eine Tasche rein. Und dachte ich mir, boah, Freunde, also mit so einem kleinen Plastikteil rumrennen und fotografieren, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ich kaufe sie mir mal und teste die einfach mal. Das ist nicht euer Ernst, ich kaufe sie mal. Genau, und man muss ja zumindest mitreden können, wenn man über irgendwas schimpft. Und dann war ich echt erstaunt, wie toll sich das doch angefühlt hat, mit der zu fotografieren. Da war der Fokus war langsam, nur 16 Megapixel. Die Bilder waren okay, die hat gerauscht ohne Ende. Also technisch gesehen war die nicht super high-end, aber die hat halt Spaß gemacht. Das war der große Unterschied. Und dann habe ich mit dem Ding so ein bisschen privat halt rumfotografiert. Aber noch immer das Problem gehabt, dass ich halt die RAW-Dateien am Ende irgendwie auf dem Tisch liegen hatte und mich dann da durchwühlen musste und mit Lightroom und Entwicklung und hast du nicht gesehen, worauf ich ehrlich gesagt auch keinen Bock hatte. Und da habe ich weiter ein bisschen im Internet rumgelesen und festgestellt, hey, jetzt feiern alle diese JPEGs direkt aus der Kamera, vor allem die schwarz-weißen JPEGs. Und da dachte ich mir, also Freunde,
Also jetzt habe ich schon so eine Plastikkamera. Ihr könnt mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich jetzt auch noch JPEG fotografieren soll. Und dann habe ich gedacht, okay, dann teste ich das halt auch mal. Und dann war ich auch wieder im Urlaub unterwegs in Barcelona damals. Habe am Abend vielleicht ein Gläschen Rioja zu viel getrunken oder so. Und die Kamera aussehen auf JPEG-only und schwarz-weiß eingestellt. Und bin einen kompletten Tag lang durch die Stadt gezogen und habe alles in schwarz-weißen JPEGs fotografiert. Und dachte am Ende, ah, einen kompletten Tag lang nur von Papierkorb produziert. Und musste dann feststellen, A, hat es Spaß gemacht mit der Kamera und B, sind die Bilder jetzt fertig. Ich muss mich jetzt gar nicht hinsetzen und irgendwas noch damit machen. Vielleicht ein Beschnitt, ein bisschen begradigen oder so ein Quatsch, okay. Aber ich fange jetzt nicht irgendwie an, RAWs zu importieren und zu entwickeln und hast du nicht gesehen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, wie viel anders Fotografieren eigentlich wieder sein kann, wie viel Spaß es auch tatsächlich machen kann. Und dann kam es ein zum anderen. Eine Kamera nach der anderen irgendwie gekauft, dann mit Wechselobjektiv über die X-Pro1 und die X-T1 immer weitergemacht und ich glaube, 2 Jahre später habe ich den kompletten Umstieg dann gemacht. Canon-Zeug noch ein bisschen behalten, so Spezialobjektive wie die Tilt-Shift, die ich mal gebraucht habe und so ein Ultraweitwinkel, was es bei Fujifilm einfach nicht gab. Aber einmal im Monat war schon viel, wenn ich es noch gebraucht habe. Und seitdem bin ich dann komplett bei Fujifilm auch geblieben tatsächlich und fühle mich in dem System wirklich pudelwohl. Ich glaube, das Wichtigste, was du hier sagst, ist, dass man einfach so sein Ding finden muss. Ne? Man muss halt einfach, natürlich kommt immer wieder der Spruch, Technik ist egal. Und ich glaube, wir alle können mit jeder Kamera die Bilder machen, die wir machen müssen. Also wenn mir jetzt jemand sagt, Mensch, du musst jetzt den und den Job machen, mach da und da Porträtfotos und so weiter, dann kann ich das mit jeder Kamera machen. Ne? Also es gibt in jedem System gibt es eine Auswahl an Brennweiten, sodass du da überhaupt keine Probleme hast. Ich glaube, sie sind auch technisch alle auf einem Niveau, dass sich da nichts mehr großartig limitiert. Aber letztendlich ist es halt so, dass du einfach das Ding finden musst, was zu dir passt. Und ich glaube, ein Satz, den du gesagt hast, den ich ganz wichtig finde, das Gerät muss dich ein Stück weit inspirieren. Ja? Mhm. Oder einfacher gesagt, man muss einfach Spaß daran haben, das Teil mitzunehmen. Und damit durch die Gegend laufen zu wollen. Denn es ist ja doch ein eklatanter Unterschied, ob du jetzt einen Job hast, dein Auto vollpackst, dahin fährst, das alles auf den Trolley lädst, dann dahin fährst, das dahin karst und dann in deinen Fotos machst, alles wieder einpackst und nach Hause. Oder ob du jetzt auf Reisen bist, den ganzen Tag unterwegs bist, du vielleicht gar nicht weißt, ob du jetzt ein Foto machst oder in einer Stunde oder in 2 Stunden und du die Kamera aber eigentlich immer dabei haben möchtest. Ne? Und ich glaube, man muss auch Spaß daran haben, so eine Kamera mit sich rumzuschleppen, ohne ein Foto zu machen. Mhm, genau. Auch immer wirklich, es muss einfach der fotografische Prozess muss Spaß machen. Das ist, dass ich wirklich Bock habe, das Ding in die Hand zu nehmen. Dass ich einfach, wenn ich irgendwie im Haus dran vorbeilaufe, mir denke, boah, eigentlich hätte ich Bock zu fotografieren irgendwie. So, es muss halt anmachen irgendwie. Und das hat die Canon-Kamera bei mir gar nicht mehr. Also die ist technisch ja super gewesen, alles die ganze Ausrüstung. Ich habe ein ganz komisches Knistergeräusch. Red mal bitte weiter. Knister ich vielleicht, das hatte ich hier schon mal geschrieben. Oder knistert bei dir jemand rum? Hallo auf dem Kanal von Patrick Ludolf, ich bin Thomas. Nein, ich habe hier, ich weiß nicht, ob das von draußen ist, weil es regnet oder so. Ich habe die ganze Zeit so ein, also es ist definitiv nicht von dir. Das kommt hier aus Richtung meines Fensters. So fangen Horrorfilme an. Oh, das kennst du das, wenn man dann auch irgendwann Gespenster hört? Ja, das ist, und ich sehe ja schon wieder dieses Geräusch die ganze Zeit präsent nachher auf dieser Tonspur. Ja. Ja. Nichts Schlimmeres als irgendein Hintergrundgeräusch zu haben. Nein. Ja. Ach, guck, der Matthias ist auch wieder da. Herr Schweighofer-Art, er ist ja wieder alle voll. Sammelt hier. Ich will mal ganz kurz in den Chat gucken. Es sind nämlich schon hier einige Fragen reingedonnert. Und bevor wir die jetzt alle hier so einmal überlesen, will ich jetzt einmal hier reingucken. Also hier geht es einmal so ein bisschen um das DR-Feature. Ich glaube, das ist schon mal ganz spannend. Vielleicht mal für alle, die nicht mit Fuji fotografieren, erklär doch mal ganz kurz, was das DR-Feature ist. Und ob du das benutzt, nicht benutzt, wofür das gut ist. Ja, nimm das mal bitte mit, das Ding. Das ist die Rache des R2D2. Ja, meine Frau ist. Durfte. Ja, das ist. Der durfte nicht. Nein, das ist. Ich habe ja hier. Ich habe ja mein. Hier ist er. Hier ist das. Gib mir mal her. Ich hole mir mal ins Bild. Hier. Das ist das Schöne an einem YouTube-Live. Hier. Da passieren halt solche Sachen. Ja, hier. Ihr wollt ja immer alle wissen, was mit meinem R2D2 ist. Na?
Ne? Das ist, so sieht aus. Ne, Paddy ist ja vor 2 Wochen 50 geworden und das war das Geschenk. Ne? Also jetzt dürft ihr nochmal alle gratulieren. Dankeschön. Und der knistert. Und der knistert die ganze Zeit. Also jetzt wird er evakuiert. Also, DR. DR-Feature. Die meisten Kameras lügen einen ja eigentlich an, was diese ISO-Einstellungen angeht. Weil genau genommen gibt es die ja nicht. Also es gibt ja nicht wie bei Filmen verschiedene ISO-Empfindlichkeiten, was wirklich verschiedene Filme früher waren. An den Kameras ist es ja einfach nur ein Booster quasi, ein Signalbooster am Ende, der das Ding hochjagt. Und dieses Dynamic Range Feature an den Fujifilm-Kameras, das gibt es bei Nikon, wusste ich mal, wie der Name hieß. Active D-Lighting ist das da. Active D-Lighting, ne? Genau. Genau. Macht das da genau das Gleiche. Haben viele Kameras eigentlich, ne? Ja, ja, haben viele. Heißt ja, jedes Mal anders irgendwie. Mhm. Aber das macht sich im Prinzip zunutze, dass die ISO ja variabel sein kann. Also Blende und Zeit, klar, ist irgendwie, Carsten, was das mal einstellt. Danke. Und mit Dynamic Range, oder dieses DR-Feature, geht im Prinzip her, du fotografierst quasi von vornherein mit einer höheren ISO-Empfindlichkeit, also ISO statt ISO 160, zum Beispiel dann 320 oder 640. Gleichzeitig zieht die Kamera aber die komplette Belichtung wieder nach unten, also korrigiert quasi in die andere Richtung. Mhm. Was es dadurch aber tut, durch dieses bewusste nach unten ziehen und quasi andersrum gesagt, du fotografierst mit einer anderen ISO-Einstellung, als du eigentlich glaubst. Als du denkst. Dadurch ist dein Bild viel, viel dunkler, was du aufnimmst, und es pusht quasi nachträglich in diesen ISO-Bereich rein. Mhm. Exakt das, was auch ein Lightroom oder ein Capture One machen würde, wenn du am Belichtungsregler ziehst. Ist im Prinzip nichts anderes. Es macht nicht die Kamera, es macht dann halt der RAW-Converter. Der Vorteil ist, dir fressen die Lichter nicht aus. Du rettest auf jeden Fall die Lichter, die im Digitalen halt einfach weg sind. Und mit diesem Dynamic Range Feature kannst du praktisch einfach dafür sorgen, dass dir die Lichter nicht davonfliegen, wenn du sehr dynamische, hochkontrastige Motive aufnimmst. Also wenn du Richtung Sonne fotografierst, dann hast du immer mal noch die Chance, tatsächlich irgendwo das Licht, das durch die Fenster schon reinkommt, noch was zu retten oder so, weil du eigentlich nicht mit ISO 640 dran warst, sondern eigentlich mit ISO 160 und zwei Blenden quasi noch rausretten kannst. Ein super Feature, super verwirrend, wenn man sich nicht damit befasst hat, weil man auf den Bildern manchmal gar nicht erkennt, was jetzt anders sein soll am Ende. Ja, aber wie gesagt, das ist das Schöne, man muss es nicht einschalten. Ist das ein reines JPEG-Feature oder wirkt sich das auch auf die RAW aus? Weil das ist ja ganz oft, dass Sachen sich nicht aufs RAW auswirken, ne? Doch, tatsächlich, da ist es, in Anführungszeichen wirkt sich es aufs RAW aus. Also wenn du DR400 aktivierst zum Beispiel, heißt es, dass du zwar ISO 160 fotografierst, die Kamera gaukelt aber deiner kompletten Belichtung und dir auch im Display vor, dass es ISO 640 wäre. Okay. Das JPEG wird so geschrieben, wie du siehst in der Kamera, gut. Die RAW-Datei, wenn du es ins Lightroom importierst oder in Capture One, Lightroom und Capture One und die RAW-Converter, die RAW-Dateien halt lesen können, sehen das Dynamic Range Feature und pushen quasi die Belichtung schon um 2 Stufen dann auch hoch. Sprich, deine RAW-Datei ist eigentlich unterbelichtet, und wenn dein RAW-Converter es dir erlaubt, kannst du auch in die andere Richtung quasi weiterziehen, nach unten entgegen diesem Dynamic Range Feature und noch mehr rausretten am Ende. Macht aber tatsächlich die wenigsten. Also da gibt es spezielle RAW-Converter dann für sowas. Aber eigentlich sieht die RAW-Datei ein bisschen anders aus. Also im Prinzip steht in der RAW-Datei drin, ISO 160 plus 2 Blenden. Und der RAW-Converter nimmt es dann genauso und sagt dann ISO 640 am Ende. Okay, aber ganz einfach gesagt, ich habe einfach eine Kindersicherung in der Dynamik. Ein bisschen, genau. Ich habe halt einfach etwas Reserve, vor allem in den Lichtern. Ne? Grundsätzlich sind ja die Tiefen meistens nicht so problematisch. Also jeder, der sich schon mal mit Entwicklung beschäftigt hat, der weiß ja, meistens aus den Tiefen was rausholen ist immer kein Thema, aber die Lichter, wenn die ausfressen, das ist dann, vor allem, ich finde auch ausgefressene Lichter sind unansehnlicher als abgesoffen, also wenn es schwarz ist, ist es halt schwarz, ne? Aber wenn es halt dann so irgendwann so gleißend ist, du hast dann auch ganz schnell so Ränder, ne? Also so Abrisse und so weiter, ne? Und das finde ich dann immer nicht so schick.
Das Problem ist, dass halt die Lichter die Aufmerksamkeit ziehen, im Gegensatz zu den Schatten. Genau. Die Schatten sind halt, okay, da ist halt schwarz, interessiert mich nicht, also interessiert unser Auge nicht. Die Lichter, da guckt man halt immer hin und guckt nichts mehr aufs Motiv, weil ein Gesicht meistens dunkler ist wie die ausgefressenen Lichter. Hoffentlich, sonst ist das Bild komplett scheiße. Von daher zieht so ein Licht halt immer die Aufmerksamkeit. Mit dem DR-Feature kann ich mir das so ein bisschen retten. Dann ist noch Struktur drin und dann kann man es wieder ignorieren im Bild. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, du bist ja schon ein Fan der ganzen JPEG-Fotografie. Du hast ja auch ein Buch gemacht über die Rezepte, nennt man das ja bei Fuji, ne? Du bist einfach hervorragend vorbereitet. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das wirklich was für dich fürs tagtägliche Arbeiten oder ist das auch eher so eine Sache, wo du sagst, Mensch, das ist... Es gibt Phasen, wo ich keinen Bock habe, mich weiter mit den Bildern zu beschäftigen und dann nehme ich es dann einfach. Wie ist da so die Verteilung bei dir? Ne? Weil ich kann mich ehrlich gesagt bis heute nicht wirklich durchringen, in JPEG zu fotografieren. Also ich fotografiere nicht nur in JPEG. Das ist irgendwie so ein Vorurteil, das da rumschwirrt. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Ich sehe JPEG und RAW als zwei Werkzeuge. So wie ich auch unterschiedliche Kameras habe, so habe ich auch zwei Dateiformate, mit denen ich prinzipiell fotografieren kann. Und ich sage mal, ich kriege auch mit dem Seitenschneider einen Nagel in die Wand rein, aber es ist halt leider das falsche Werkzeug dafür. Und so ist es bei RAW und JPEG auch. Ich für mich fotografiere im Privaten, also hier mein Hund, meine Familie, meine Frau und alles, fotografiere ich zu 90% JPEG. Also wo ich dann mal aufs RAW rübergehe, ist, wenn ich halt wirklich in so völlig bescheuerten Mischlichtsituationen bin oder ich noch nicht weiß, was ich will, dann ist es hin und wieder mal ein RAW. Aber da ist wirklich zu 90% mittlerweile JPEG, weil ich einfach die Geschwindigkeit mag. Ich mache die Bilder und sie sind fertig. Ich kann die direkt aufs Telefon übertragen, wenn ich irgendwie auf dem Grillfest bin, dann alle weiter verschicken und hab's erledigt einfach. Und ich habe sie auch... Ich importiere es auf meinen Rechner, der macht Backup und das Ding ist erledigt. Ich kann es irgendwann durchgucken und super. Ich muss nie wieder ran an die Bilder. Die sind fertig gebacken, als hätte ich sie mit Film fotografiert. Genau. Das Verständnis habe ich dann da dahinter. Im Job ist es tatsächlich so, dass RAW schon eine große Rolle spielt. Ich aber, wenn möglich, auf die JPEG-Daten zugreife. Da fotografiere ich pauschal immer beides. Und ich schau, kann ich mich an den JPEGs bedienen? Funktioniert das? Und das ist öfter der Fall, als man denkt. Und ich muss gar nicht an die RAW-Dateien ran. Wenn ich zum Beispiel, was ich ganz gerne nach wie vor mache, ist Bewerbungsbilder fotografieren im Studio. Und da zu 90% verwende ich da die JPEG-Dateien. Weil ich habe da eine absolut kontrollierte Lichtumgebung. Ich weiß exakt, was die Lichtfarbe ist. Ich brauche keinen nachträglichen Weißabgleich. Also wenn ich da einen Weißabgleich nochmal machen müsste, hätte ich von vornherein was falsch gemacht. Und wenn ich meinen Prozess richtig habe, dann brauche ich eigentlich keine RAW-Dateien. Wenn ich jetzt bei Kunden unterwegs bin, ich habe sie zur Sicherheit immer dabei, die RAW-Dateien, aber auch da hängt es dann davon ab, was ich dann vor Ort antreffe. Wenn ich jetzt in der Firma irgendwie eine Reportage mache, wo ich durch die Produktion durchrenne, wenn ich das einigermaßen fotografiert bekomme und der Dynamikumfang, den ich mit den JPEGs habe oder den ich in der Kamera einstelle, also durch diese JPEG-Rezepte, dass ich sage, okay, heb mir die Schatten bitte von vornherein ein bisschen an, sonst saufen die mir ab oder zieh mir die Lichter hier oder mehr, weniger Farbe, was auch immer, dann verwende ich nach Möglichkeit die JPEGs. Ich würde sagen, in meinen Jobs, also die Dinge, für die ich Rechnung schreibe, würde ich sagen, sind 40% JPEGs, wenn es gut läuft. Und der Rest ist dann aus dem RAW raus entwickelt tatsächlich. Letztendlich, ich sag mal, zählt ja auch das Ergebnis, ne? Das heißt, genau. Also im Endeffekt ist es ja einfach deine Entscheidung. Das heißt, du bist ja dafür verantwortlich, dass du dem Kunden einfach ein Top-Ergebnis lieferst. Und ob das jetzt, ob die Urdatei ein JPEG ist oder ein RAW, kann dem Kunden im Grunde genommen ja völlig egal sein, ne? Aber auch das ist da, ja das, am Ende liefern wir ja JPEGs an die Kunden aus. Genau. Also das ist ja nicht so, dass der Kunde kriegt ja nie eine reine RAW-Datei. Ne? Genau. Das ist ja höchstens, wenn dann mal wieder ein Kunde irgendwie ein bisschen komisch ist und sagt, hast du die Datei auch in größer? Ja, dann in Photoshop aufblasen, TIFF und dann sind die glücklich. Ne? Genau. Das typische Agenturspiel. Ja. Bei mir ist es halt einfach so, ich habe meinen Workflow über die Jahre, ich hab den so drin, dass ich... Also mit dem RAW genauso schnell bin wie andere mit dem JPEG.
weil in dem Moment, wo die Bilder übertragen werden, sind die quasi schon entwickelt, ne? Mhm. Beziehungsweise es ist relativ wenig, was da noch dran gemacht wird. Klar, das JPEG ist natürlich fix und fertig. Und ich muss auch sagen, dass die Simulation, diese Filmsimulation bei Fuji, die sind schon echt nett. Also da habe ich auch viel mit rumgespielt mit der X-Pro3. Aber was ich halt festgestellt habe, ist, dass es dann am Ende des Tages habe ich dann doch irgendwie, wollte ich noch was anderes, ne? Wollte ich dann doch irgendwie noch mal so einen eigenen Look haben und dann, habe ich es doch wieder umgebogen, ne? Aber eine Frage, musst du die Rezepte immer alle einzeln einstellen oder kannst du die alle abspeichern? Also kannst du sagen, das ist jetzt hier Jones 1, Jones 2, Jones 3, Jones 4 und dann ruft er das alles per Knopfdruck ab oder musst du immer, weil es sind ja schon einige Einstellungen, ne? Weißt du, wie viele Einstellungen das insgesamt sind? Oder können wir das mal auf der Kamera zeigen? Du hast ja auch lass uns noch mal gucken, ob wir hier irgendwie mit zweiter Kamera und so, so mal ein bisschen interaktiv werden. Wir haben doch alles. Wir haben alles. Genau, guck mal, ich kann dich auch hier ein bisschen vergrößern mal. So, guck. Das Ding halt auch nur halt, dass es nicht gar so arg spiegelt. Also hier sieht man zum Beispiel diese Schnelleinstellung an der Kamera, wo ich dann quasi diese Einstellung vornehmen kann. Die das JPEG betrifft, also die, sei es die Filmsimulation, die Schatten, die Lichter, das sind, lass es knapp über ein Dutzend Einstellungen sein. Das ist nicht so viel. Mhm. Es ist eine gute Menge, dass du was damit machen kannst, aber nicht so, dass es dich dann schon wieder erschlägt. Dann könnte ich gleich die RAWs machen. Was sind denn die, sag ich mal, signifikanten Einstellungen? Also da sind natürlich auch Sachen bei wie Weißabgleich, das würde ich jetzt mal rausnehmen. Ja, das ist Wobei, das ist eine der stärksten Einstellungen, glaube ich, die ich tatsächlich verwende oder mit dem größten Effekt am Ende. Also es gibt ja gut, klar, ja gut, wenn du RAW fotografierst, interessiert dich der Weißabgleich nicht. Wenn du JPEG fotografierst, ist er ein Thema, hast du schon recht. Genau, also A, muss ich ihn vorher wählen, also ich muss bewusster rangehen. So wie ich, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Portra 400 nehme, weiß ich auch, was ich von Weißabgleich habe, nicht den vom Film, Punkt. Also sprich, ich muss es im JPEG, also ich kann die Automatik natürlich den Weißabgleich machen lassen, okay. Das Schöne ist aber, dass ich in den Fujifilm-Kameras den Weißabgleich auch shiften kann. Das heißt, ich zeige das mal hier eben, dass ich quasi neben dem eigentlichen Kelvin-Einstellung in der Kamera, so sieht man es vielleicht ganz gut, kann ich quasi in diesem Kreuz. So, genau, kannst du nochmal wärmer, kälter. Kann ich rot, grün, genau. Blau, gelb verschieben und kann dadurch halt eine gewisse Tönung noch ins Bild reinbekommen tatsächlich. Und ich habe in meinem Buch zum Beispiel so einen Aged Polar Look, also abgelaufene Polaroid-Filme, die halt so leichte rosa ja immer werden. Aber da hast du viel über einen Weißabgleich dann gemacht. Genau, das machst du über einen Weißabgleich zum Beispiel. Das ist so ein bisschen das einzige Würzmittel, das aber super eingeschränkt ist eigentlich. Das macht auch den Reiz halt irgendwie aus. Ja gut, kannst halt mehr in die Farbe eingreifen als mit den anderen Einstellungen, ne? Genau. Und aber die größte und signifikanteste Einstellung, die es bei den Fujifilm-Kameras gibt, ist eigentlich schon die Filmsimulation selbst. Also, dass ich quasi sagen kann, okay, ich wähle eine bestimmte Filmsimulation aus. Moment, wo sind die hier? Und gehe her und bestimme quasi den Grundlook der Bilder schon. Also, wenn ich mal hier umschalte, das hier ist zum Beispiel ein Classic Chrome Profil. Das verwende ich auch für meine Videos, weil ich einfach gesagt habe, Color Grading kann mich mal. Da habe ich genauso wenig Lust drauf wie auf RAW-Entwicklung, noch weniger, wenn ich ehrlich bin. Und ich verwende das auch für die Filmerei. Ja. Es ist natürlich so, ich habe mich in den Looks von den Fujifilm-Kameras sehr wiedergefunden. Also bei mir ist, ich würde sagen, 80%, wobei 60% Classic Chrome mittlerweile, die restlichen 40% sind Classic Negative. Und ich fühle mich in denen total wohl und zu Hause. Wenn ich das beim RAW oder beim Preset je gefunden hätte, wäre ich damit vermutlich auch happy gewesen. Aber für mich sind es tatsächlich die Looks, die mir die Kamera liefert. Und das Schöne ist, dass ja Capture One und Lightroom selbst in den RAW-Dateien diese Filmsimulationen laden können. Die sind nicht hundertprozentig genau gleich, aber nah genug dran, dass es den meisten nicht auffallen wird. Und du könntest sogar nachträglich die RAW-Datei nochmal durch die Kamera jagen und in der Kamera entwickeln lassen und ein JPEG schreiben lassen. Dann hast du das exakt gleiche Ergebnis, als hättest du es von vornherein in JPEG fotografiert. Und es sind, wie gesagt, ein gutes Dutzend Einstellungen, die du wirklich treffen kannst. Es gehören natürlich noch ein paar Sachen so extra zusammen, so Soft-Faktoren wie manche von den Rezepten, die ich habe oder die auch im Internet rumschwirren, die müssen latent überbelichtet werden. Also kannst die Belichtungskorrektur einfach mal pauschal eine Blende höher drehen, sonst saufen dir die Bilder einfach ab mit dem JPEG-Rezept.
Was ich mittlerweile auch ganz gerne mache, also irgendjemand hat es gerade eben schon erwähnt, man sieht es hier an dem Licht, da ist ein Blackmist-Filter drauf, zum Beispiel auf der Kamera vor mir. Das macht es noch ein bisschen analoger, das Ganze. Was ist ein Blackmist-Filter? Hier, das ist so ein, wie nennt es, Diffraktionsfilter. Streufilter, genau. Ja. Genau. Mhm. Also der macht im Prinzip, dass mein Bart hier nicht ganz so grisselig aussieht und dass das Licht hier halt so einen schönen Überschein hat mein T-Shirt jetzt drüber. Was bei Film so ein bisschen vorkommt, was auch die, die Film hat auch nicht so diese 100% Schärfe, die eine digitale Kamera hat. Und den Look mag ich eigentlich nicht, dieses super digitale. Ich meine, wenn du dir die erfolgreichsten Presets anguckst, sehen die ein bisschen latent analog aus, weil es halt gut aussieht. Ja. Aber das ist ein Hardware-Filter, ne? Genau, das ist ein Hardware-Filter. Genau, du musst vor die Kamera schrauben, ne? Ah, ja. Genau, ich dachte, also, okay. Guck mal, da haben wir noch. Ja, ja. Also, sowas hier dann. Ja, cool. Muss ich mal ausprobieren. Ja, das macht wirklich viel Spaß. Ich habe da jetzt, also hättest mich vor... Ja, es sieht, also ich sag mal, du siehst auch durch den Filter jünger aus, als du bist. Siehst? Du solltest also einen Filter das verwenden. Ich muss diesen Filter haben. Also das ist irgendwie so ein, das ist irgendwie so ein alte Männerfilter, ne? Wobei du bist ja noch ein junger Hüpfer im Vergleich zu mir. Ja, geht also, gerade noch so. Also nimmt es auch ab. Also du hast also, noch nicht. Du hast noch nicht der die Bart. Fünf vorne. Ja, gut, nee. Den Bart. Ne? Aber Bart war noch nie mein Ding. Also ich hasse es. Also sobald der irgendwie, also 5, 6 Tage, dann ist bei mir Feierabend mit Bart. Nee, ohne kann ich gar nicht aus dem Haus gehen. Da würde ich mich einschließen, bis er wieder gewachsen ist. Ist so schlimm? Ja, ja, voll. Ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich den mal nicht hatte. Also irgendwie Haare im Gesicht war, seit sie wachsen, sind die da irgendwie. Geht nicht ohne. Also jetzt hier mal Aufruf an alle Zuschauer, schnell mal Screenshot machen und dann bitte in Photoshop den Thomas den mal Bart wegmachen, ja? Ja. Und glaub mir, mein Kopf, bin ich mal gespannt. Meine Frau hat mal gesagt, dass ich den Bart also hier so weggehalten habe. Das würde aussehen, als würde mir das halbe Gesicht fehlen irgendwie. Danke. Ja. Sieht leicht komisch aus. Ja. Also das mit den Filmsimulationen, definitiv eine coole Sache. Mich hat letztens mal jemand von Leica gefragt, was ich mir denn, wenn ich mir was wünschen dürfte an Features für eine neue Leica. Und da habe ich gesagt, also was ich tatsächlich ganz nice fände, wenn die, also auch sowas Ähnliches wie Filmsimulationen von Fuji einführen würden. Wie gesagt, es ist bis jetzt noch nicht mein Ding, mit JPEG zu fotografieren, aber nichtsdestotrotz finde ich die Looks sehr cool. Also ich finde, dass Fuji da ein ganz gutes Händchen für hat. Gerade den Classic Chrome finde ich auch klasse. Ich finde auch den Astia Weich, wo ich am Anfang gar nicht mit klargekommen bin. Und an der Zeit fand ich den aber echt klasse, gerade so für sehr sonnige Bilder und so. Finde ich so ein schöner Kitsch. So eine schöne Kitsch-Einstellung. Und ich würde mir einfach freuen, oder ich würde mich freuen, wenn Hersteller da kreativer wären, weil ich bin der Meinung, dass das ein echtes Merkmal ist, womit die sich abheben können. Mhm. Denn rein die Aufgabe, ein cleanes, sauberes, qualitativ hochwertiges Bild auf einen Sensor zu bannen. Ich glaube, das können sie mittlerweile alle. Ja. Ja, denke ich auch. Ich glaube auch, dass die Kamerahersteller bisher sich in dem Luxus gewähnt haben, den sie von früher kennen, weil Canon, Sony, Nikon und wie sie alle heißen, die haben halt immer Kameras hergestellt. Sensoren war schon ein Riesenschritt eigentlich für die. Fujifilm kommt halt vom Film. Das macht, glaube ich, den Unterschied aus, warum die halt dann wirklich gesagt haben, okay, jetzt ist ja cool, dass die Kamera jetzt irgendwie ein RAW schreiben kann, aber das ist ja langweilig. Was machen wir jetzt daraus? Das ist ja noch nicht fertig. Mhm. Und da haben die, glaube ich, diesen Schritt weitergedacht tatsächlich. Also es gibt diese schöne Anekdote, dass diese Projektteams, die hinter diesen Filmsimulationen stecken, oftmals der oder die Chefin von der, oder der das Projekt leitet quasi, sind nicht irgendwie irgendwelche IT-Gurus, die genau wissen, wie man sowas programmieren würde, sondern da sitzt derjenige, der damals den Velvia entwickelt hat und der sagt diesen jungen Hüpfern, das sieht nicht aus wie Velvia, mach, dass es aussieht wie Velvia und ich bin erst zufrieden, wenn es so aussieht. Und der Anspruch ist dann bei Fujifilm schon da, zu sagen, okay, wenn wir jetzt schon keinen Film mehr machen, dann soll es zumindest digital 99% dahin kommen, wo wir schon mal waren mit dem Film. Und Fuji ist ja eigentlich auch, wenn ich mal so drüber nachdenke, ist ja der einzige wirklich große, relevante Kamerahersteller, der auch eine Filmhistorie hat, ne?
Also wer hat irgendein anderer Kamerahersteller? Also Kodak hat mal versucht, Kameras zu bauen. Kodak war auch sehr früh dabei mit der Digitalkamera. Das haben sie ja trotzdem dann irgendwie vergeigt. Aber spielt eigentlich keine Rolle. Ansonsten wüsste ich nicht, Polaroid hat noch. Ja, Polaroid, ja, kann man, nehmen wir mal ein bisschen außen vor. Aber ansonsten die klassischen Filme. Ilford, großer Filmhersteller, eigentlich auch nie. Leica auch nicht, Sony nicht, Canon nicht, Nikon nicht, die haben alle nie eigene Filme gehabt, ne? Also und insofern, wenn, dann wäre es sicherlich ein gelabeltes Ding gewesen, also. Genau, also nicht, keine eigene Herstellung, ne? Und, keine eigene Entwicklung, sag mal. Also ich sag mal, also die großen Filmhersteller waren letztendlich dann ja schon Fuji, Kodak, klar, Ilford, Agfa hat auch noch eine Rolle gespielt, ne? Ja, und das war es dann schon. Und alles andere war dann so ein bisschen, also gab natürlich viel mehr, aber das waren, glaube ich, so die Big Brands, oder? Also, Also es ist halt heute keiner mehr übrig, der das mal gemacht hat. Genau, keiner mehr übrig, das ist richtig, ne? Also die haben natürlich viel probiert, hier im Chat schreibt auch gerade jemand Agfa, ja. Kodak Brownie, genau. Ja, aber Kastenkamera. Ja, aber Agfa ist, irgendwie auch. Was ist aus Agfa geworden? Weiß ich nicht, ne? Meine erste Kamera war die Agfa Ritschratsch, ne? Die Agfa Matic hieß sie, glaube ich. Kennt der ein oder andere aus meinem Semester noch? Das war die mit diesem roten Auslöseknopf, so rot-orange war der. Und dann zum Transportieren musste man immer machen, ne? So diese Ritschratsch-Geschichte, ne? Also ich hatte so eine Kodak Instamatic, war meine erste Kamera damals, mit der ich irgendwas fotografiert habe. Mit diesen kleinen Kassettenfilm drin, die man heute nicht mehr entwickeln lassen kann. Also findest irgendwie niemanden, der das noch entwickelt. Schade eigentlich. Ja, das ist echt schwierig geworden. Ne? Das ist generell sehr, sehr schwierig. Ja, okay, also ganze Thema JPEG. Der Thomas hat da ein Buch drüber geschrieben. Da habe ich jetzt leider keinen Link parat. Ach, das habe ich natürlich, weißt ja. Hast du einen Link? Ja, du kannst nur keinen Link posten. Du musst mir den schicken. Ach so. Dann schicke ich dir den doch gleich. Komm, ich mach mal hier schnell einen Affiliate-Link, dann werde ich nämlich richtig reich damit. So, Thomas Jones. Du sollst einen Amazon-Link haben. Thomas Jones Rezepte in Kochbücher suchen, ne? Ja, so, komm hier. Ich hau den mal gerade raus. Also man muss ja zur Ehrenrettung von Leica aber auch sagen, also ich habe jetzt eine Zeit lang hier mit dieser M10 rumgespielt und mutig wie ich bin, dachte ich mir, komm, jetzt mach's auch mal RAW und JPEG, weil es mich einfach interessiert, was fällt am Ende aus der Kamera tatsächlich raus. Und als ich die ersten Bilder dann daheim angeschaut habe, die JPEGs und die RAWs habe ich nicht wirklich angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir immer die JPEGs angeschaut, habe so ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt, also ein bisschen die Kontraste kann man leicht ändern und die Sättigung auch. Und das ist keine, ich sag mal, 1:1 Umwandlung, was man von einem JPEG erwarten würde, sondern ich finde, was die Leica mir rauswirft an JPEGs, sieht ein bisschen so aus wie das Classic Chrome, was die Fujifilms tatsächlich machen. Das macht so was ganz Interessantes mit dem Rot und dem Blau. Das Blau geht so leicht ins Türkise. Das Rot nimmt so ein bisschen diese Bissigkeit raus und das sieht echt gut aus. Ich war wirklich, wirklich erstaunt, wie die JPEGs aus der Leica rauskommen. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Also das hat Leica aber schon immer ganz gut drauf gehabt. Die haben halt immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass das, was aus der Kamera kommt. Also es gibt ja diesen ominösen Leica-Look. Also Glückwunsch an alle, die ihn schon mal gesehen haben. Und also das ist wirklich, also das machen sie richtig gut. Und ich finde vor allem bei Leica, die haben ja nicht Rezepte in dem Sinne, aber du hast ja so ein paar Abstufungen. Ne? Du kannst so ein bisschen Kontrast, Sättigung und so weiter einstellen. Und ich finde, dass sie das wirklich ganz gut machen. Ne? Also deshalb hatte ich ja auch gesagt, also wenn, also Leica dürfte von mir aus gerne da auch noch so ein bisschen in diese Rezepte rein. Fuji fällt es natürlich leichter, da zu sagen, Classic Chrome, also die haben halt diese Historie, ne? Leica müsste sich jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwas aus dem Finger saugen, weil ich meine, stell dir mal vor, Leica kommt plötzlich um die Ecke und sagt so, wir haben jetzt hier einen Preset Kodak Portra, Kodak Tri-X und so weiter. Also die Leute würden ja ausflippen. Also wenn man sagt, so, pass mal auf, ich habe jetzt Portra out of cam. Hörst du das Geknalle? Ja, spielt da jemand Schlagzeug? Es hört sich so ein bisschen so an, als ob da jemand trommelt. Feuerwerk, ja? Würde ich fast behaupten. Ja. Krass.
Gut, wo waren wir stehen geblieben? Filmsimulation. Genau. Also ich glaube, dass Leica im Prinzip die Grundzutaten tatsächlich eigentlich hat, weil das, was sie da liefern, gut ist. Was halt fehlt, ist wirklich diese Unterschiedlichkeit in Filmsimulationen. Also wie du sagst, was eher was nach Portra aussieht, was eher nach einem Tri-X aussieht oder nach einem Akros oder einem Ilford HP5 oder sonst was, was man halt möchte. Aber das ist natürlich eine riesen Entwicklungsarbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Also das macht man nicht mal eben. Ich wollte gerade sagen, Leica fehlen nämlich die Zutaten und das sind Ressourcen in der Softwareentwicklung. Ja, das glaube ich. Ich finde, das merkt man halt immer wieder, dass Leica halt doch ein klassischer Kamerahersteller ist. Die versuchen seit Jahren diesen Wandel zu machen, dass sie auch mehr in die Software reingehen. Sieht man ja auch an diesem Versuch, den sie gemacht haben, ihre Leica Fotos App aufzubohren. Da hatten sie ja dann mal diesen kläglichen Versuch, die sogar kostenpflichtig als Abo anzubieten, was natürlich voll nach hinten losging. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da mit so ein bisschen Software Engineering noch ein bisschen weiterkommen. Ja. Ich brauche mal ein bisschen Nachhilfe bei den Kameramodellen. Also ich kenne ja schon einige Fujis, also die X100 ist, glaube ich, die, womit es so ein bisschen losging. Also das war ja ein Riesenhype damals. Das war ja so dieser Moment, wo alle gesagt haben, so Fuji ist zurück. Weil die haben ja, Fuji hat ja, also wer das nicht weiß, Fuji hat ja eine sehr lange Historie bei den Digitalkameras. Die haben teilweise, die haben so Kameras gebaut in so einem komischen Format, die waren so hochkant. Das war so diese Zeit von Casio Exilim und Ixus und so weiter. Da war Fuji auch mit im Game. Also die waren da echt die waren schon immer eine fette Nummer. Und ich glaube mit der X100, das war aber so, da haben sie diesen Wandel gemacht und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier so ein bisschen diesen Retro-Look. Und damals haben schon viele gesagt, okay, das ist es. Ne? Gab es natürlich auch ein bisschen spöttisch, so Leica für Arme. Aber sie haben damit einen Nerv getroffen, von der Optik her, ne? Und worauf ich jetzt aber hinaus will, mittlerweile hat Fuji ja unheimlich viele Kameras im Gepäck und wo ich immer so ein bisschen durcheinander komme oder wo ich einfach nicht genug Background habe, ist so diese Unterscheidung bei den Wechselsystemen. Ja, was machst du da? du machst irgendwie Jalousie runter, oder? Genau, mal die Schutzschilde hochfahren hier. Ah, okay. Alles klar. Ach, du hattest dich gemutet gerade, deshalb. Alles klar. Und worauf ich ganz speziell abziele, ist diese Frage, was ist eigentlich so eine XH1? Also es gibt ja XE, es gibt XT, es gibt XH. Gibt es noch mehr an Wechselkamerasystemen? Die X-Pro, die XE, die XA, es gab mal eine XM. Also gegeben tut es genug. Ich sag mal, das ist... Wenn mir die Leute immer erzählen, dass es bei den Automodellen doch völlig logisch ist, wie die Modelle platziert sind. Ich sehe, da steht ein Mercedes drauf und alle sehen anders aus. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ist. So ist es bei mir mit Fujifilm. Mir ist es völlig klar, wie jede positioniert ist. Nee, also ich finde das von also außen mir ist das völlig verwirrend. Nicht. Ja, ist, total. Das finde ich überhaupt nicht. Ja, also ich sag mal, die logischste Unterteilung, die man irgendwie tatsächlich hat bei den Fujifilm-Kameras, ist eigentlich die. Also wenn wir mal bei den APS-C-Kameras bleiben, ist wirklich die grundsätzliche Bauart. Also wir haben einmal die Rangefinder-Styligen, sowas wie eine X-Pro 3 hier zum Beispiel. Da sieht man auch also eine Rangefinder-Kamera sieht halt aus wie eine Rangefinder-Kamera, die nicht unbedingt einer Leica nachempfunden ist hier, sondern eher auch anderen Kameras, die es auch als Rangefinder schon gab. Und dann... Die zweite große Modellreihe ist dann das, was eher aussieht wie eine Spiegelreflexkamera. Oben mit einem Sucherhügel drauf. Das XT, ne? Das ist die XT-Serie dann, genau. Und das ist X-Pro, auch so, kann man sagen, dass das so das Flaggschiff ist? So die eierlegende Wollmilchsau kann alles, oder? Genau, also die XT4 hier, das dürfte so die eierlegende Wollmilchsau und das aktuelle APS-C-Flaggschiff auch tatsächlich sein. Wobei sie... sich die Sensoren zum Beispiel fast alle teilen tatsächlich. Also da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Aber es gibt die Rangefinder, es gibt die, ich sag mal, spiegelreflexartigen mit dem Hügel. Und da gibt es die X-Pro und die XT4, das sind die großen. Und dann gibt es jeweils eine kleine Schwester dazu. Das ist eine XE4 heute bei der X-Pro 3 und eine XT30 bei der XT4. Aber dann kommt zum Beispiel sowas wie eine XS10 ins Spiel.
Das ist im Prinzip, die positioniert sich so knapp dazwischen nochmal, zwischen der XT30 und der XT4. So, dass ich also die XS10 habe ich schon die Prototypen bekommen von Fujifilm damals, bevor die überhaupt angekündigt war. Und mein erstes Feedback war, erklärt mir bitte kurz, warum jemand noch eine XT4 kaufen sollte. Weil die so nah dran ist eigentlich. Und das sind ja wirklich Details nur noch, die die Kamera unterscheiden. Wetterfestigkeit, zweiter Kartenslot, Kleinigkeiten und dann noch ein paar Software-Features. Aber das ist ja in der Historie ganz oft schon passiert, dass sich Kamerahersteller so ein bisschen vergaloppiert haben. Also wenn ich mal an Nikon zurückdenke, also sensationell war ja damals, als sie aus der D3 die D700 gemacht haben, die ja im Prinzip quasi die gleiche Kamera war, nur für einen Bruchteil des Preises, wo sie dann irgendwann zurückgerudert sind. Und als eine D4 rauskam, haben sie nicht mehr quasi eine kleine Schwester davon gemacht, die genau das Gleiche war. Mhm. Da haben sie nämlich gemerkt, dass sie sich da ganz schön mit ins eigene Fleisch schneiden. Man kann es halt auch zu gut entwickeln. Und dann ist der Kunde, und es ist nicht mal so, dass man sagt, okay, jetzt, oh, wir verkaufen nur noch die günstigere Kamera. Das ist oftmals gar nicht das Problem. Das Problem ist, der Kunde ist verwirrt. Und verwirrte Kunden kaufen gar nicht am Ende. Das ist das viel größere Problem, dass ich gar kein Geld verdiene. Weil wenn ich hergehe und ich verstehe die Modellpolitik nicht, dann gucke ich auch mal zu den anderen, vielleicht verstehe ich es ja da. Und das ist eigentlich die wirkliche Gefahr, wenn das aus dem Ruder läuft irgendwie. Und da gibt es, wenn man dahinter steckt, wie gesagt, versteht man es irgendwann, aber im Großen und Ganzen ist es von außen betrachtet erstmal ein bisschen verwirrend. Es gibt dann noch so Exoten, du hast die XH1 zum Beispiel erwähnt. Genau. Das war so der Wurf von Fujifilm, die sind manchmal recht fix mit so Entwicklungsideen, habe ich das Gefühl. Das ist, die haben keine riesige Entwicklungsabteilung, also ein Bruchteil von dem, was Canon zum Beispiel hat. Aber hin und wieder habe ich das Gefühl, die setzen sich hin und dengeln über Nacht so einen Prototyp zusammen und hauen dann die Produktionslinie und dann hast du plötzlich eine neue Kamera irgendwie dastehen und das Ding ist gut. Und die XH war zum Beispiel so dieser Versuch, hey, wir bauen voll geile Video-Features in die Kamera ein und, weil sich so viele beschweren, dass unsere Kameras zu klein geworden sind, einen geilen Griff, dass ich sie richtig gut greifen kann. Und dann kam kurz später die X-T3 raus, die das dann wieder noch besser im Video war. Also da überschlagen sie sich manchmal so in den Entwicklungsstufen. Ich glaube, dass sie das aber kapiert haben tatsächlich. Und die letzte Generation hat eine viel klarere Abgrenzung wieder bekommen. Eine X Pro 2 und eine X-T2 oder eine X-T3. So eine X-T2, X Pro 2, die waren fast gleich. Da war nur der Formfaktor unterschiedlich. Ähnlich, Software war komplett gleich, Sensor war komplett gleich, Fähigkeiten waren komplett gleich. War wirklich schwer zu sagen, was der Unterschied ist. Eine X Pro 3 ist viel deutlicher für jemanden gebaut, der wirklich nur fotografieren will. Die hat keinen HDMI-Ausgang. Die Videofunktionen sind spärlich bis nicht existent. Ich habe auf der Rückseite eigentlich kein sichtbares Display, sondern ich habe hier so ein Sub-Display dran. Genau, Paddy hat ja auch noch eine. Ich sehe, also ich muss jedes Mal, ich mache euch das hier mal so formschön vor, ich muss jedes Mal mein Display nach unten ausklappen, wenn ich was sehen möchte. Das ist ja für Video oder für eine vollumfängliche Kamera irgendwie Quatsch. Aber genau das war der Anspruch, eine Differenzierung zur anderen Kamera. Und herzugehen, Moment, jetzt halte ich mal die XT4 hier ins Bild. Die XT4 hat das, was man von der eierlegenden Wollmilchsau erwartet. Wo ist es hier? Ich habe hier so ein Tilty-Fitty-Screen, der genau. In alle Richtungen kann. Ich habe 1 Million Buttons und Funktionen und hast du nicht gesehen. Und ich sage mal, es gibt kein Problem, was ich mit der XT4 nicht lösen kann. Die Kamera kann im Prinzip alles. Punkt. Aber die macht mich auch nicht ganz so an wie meine X Pro 3, wenn ich ehrlich bin. Die X Pro 3, die verspürt also diesen Charme. Ist schon sexy, ne? Ja. Und das also das war ja bei mir auch der Grund, sie mir dann wieder zu kaufen, ja, das ist, ich meine, ich mache ja immer den Schwachsinn, dass ich mir Kameras von allen möglichen Herstellern kaufe und dann hinterher feststelle, ja, scheiße, jetzt musst du wieder irgendwo neue Objektive kaufen von einem System, was du bisher noch gar nicht hast. Mhm. Aber nachdem ich die X Pro 3 hatte, ich kann mir vorstellen, dass dieses Display, was du nur in eine Richtung klappen kannst, das gibt also wirklich Futter für stundenlange Diskussionen. Mhm. Aber ich finde, es ist halt für die Fotografie einfach toll. Und was ich auch sagen muss, was mir an Fuji gefällt, ist, dass sie keine MeToo-Kamera bauen. Ja. Ne? Also sie sagen nicht, wir bauen den großen schwarzen Vollformat-Klotz, der alles kann. Ja, das ist
Sie machen gute Kameras, also wirklich, ich will da auf niemandem rumbashen, aber im Endeffekt ist für mich dieses Konglomerat aus Nikon, Canon, Sony, die bauen die MeToo-Kameras. Die sind, ne, das ist Vollformat, ich kann alles. So, und es wäre auch wirtschaftlich gesehen, glaube ich, totaler Schwachsinn, wenn Fuji da eingestiegen wäre. Mhm. Ja, weil Sony ist da schon mit so viel Entwicklungskapazität reingegangen. Ja, ich meine, die haben ja wirklich, die sind ja quasi da aus dem Nichts rein. Ne? Und Fuji hat wirklich gesagt, so, wir finden unser Ding. Und das finde ich halt top. Ja. Auch was die Sensorgröße zum Beispiel angeht, ist ja immer dieser Ruf, ist ja immer laut, wann baut Fujifilm endlich einen Vollformatsensor in die Kameras ein? Warum sollten sie das tun? Also Fujifilm steht wunderbar da in dem APS-C-Markt, baut da richtig geile Kameras und kann im Prinzip zugucken, wie die drei großen anderen, Nikon, Canon, Sony, sich die Köpfe einschlagen den ganzen Tag und machen den Markt gar nicht mit. Also die machen den Kampf gar nicht mit und haben dafür Ressourcen frei, um geile APS-C-Kameras zu entwickeln oder dann halt Mittelformate, wie ich sie halt auch noch eine rumfliegen habe. Du hast die digitale Texas Leica da. Ach nee, das ist die gar nicht, oder? Die, wie heißt das ist die GFX denn? 100S. Genau, nee, aber es gibt ja noch eine 50er, die sieht so ein bisschen mehr aus. Texas Leica. Genau, die digitale Texas Leica, ne? Genau, also die hatte ich vorher tatsächlich. Die finde ich ja klasse. Ne? Und was Fuji natürlich geschafft hat, ist, also ich würde mal fast behaupten, dass sie von der Wahrnehmung her konkurrenzlos sind. Konkurrenzlos in nicht in dem Sinne, dass es nicht andere APS-C-Kameras gibt, aber es gibt keinen Hersteller, der sich so darauf committed hat, der so gesagt hat, okay, das ist unser Ding. Sony macht da noch eine ganze Menge im APS-C-Bereich, aber bei den anderen Herstellern hat man immer das Gefühl, dass das eher so, ja, ne, so nebenher. Gut, ich meine, Canon und Nikon im Spiegelreflexbereich haben sie auch sehr, sehr lange, sehr, sehr viel APS-C gebaut. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aktuell bei Spiegellosen aussieht. Gibt es eine spiegellose APS-C von Nikon? Also doch, helft die, mit. Die, diese Retro-Stylige, die FC, CFC, ZFC, so heißt sie. Ja. Okay, die das weiß ich jetzt gerade nicht, aber so vom Gefühl her hat sich Fuji da halt sehr drauf eingeschossen, ne? Ah, hier, Z50 kommt da gerade jemand. Genau, und die oder ZFC. Auch. ZFC. Genau, das ist die Retro-Style. Ja? Genau, ganz genau. Ja, Kameras. Also, schön sind sie, die Fujis, sie funktionieren auch. Was ich jetzt einfach mal wissen muss, ist, oder was mich wahnsinnig interessiert, sind die Streaming- und Videoeigenschaften. Denn ich bin ja hier immer gerne am Basteln. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch schon unterhalten, dass wir eigentlich stundenlang hier an unserem ganzen Video YouTube-Streaming-Aufnahmesetup basteln könnten. Und ich bin ja hier traditionell mit einer Sony unterwegs, ganz einfach deshalb, weil sie mich immer vom Autofokus her überzeugt hat. Habe mal vor kurzem von Panasonic die S5 ausprobiert, die einen sehr schönen Look gemacht hat, vom Autofokus leider etwas schwierig war. Und was mich bei der Sony extrem stört, so gut sie abliefert, sie croppt bei 4K. Das heißt, ich habe bei 4K einen ganz anderen Bildausschnitt, als wenn ich Full HD mache. Und mich würde einfach mal deine Erfahrung interessieren, was jetzt die Fujis für dieses Thema angeht. Und beziehungsweise dann auch die Frage, hast du da große Unterschiede festgestellt? Also wenn du jetzt sagst, Mensch, so eine Kamera, also hier Paddy, komm, schmeiß die Sony weg. Was ist der Ersatz dafür? Also da muss man, ist natürlich immer bedarfsorientiert, klar. Ich glaube, die fähigste Videokamera, die Fujifilm im Moment hat, ist diese X-T4. Ich meine, da gilt das Gleiche wie bei der Fotografie. Es gibt eigentlich kein Problem, dass ich mit der nicht erschlagen könnte. Ich habe zwei Stück davon. Eine ist nur fürs Fotografieren eingerichtet bei mir und eine ist nur für die Videografie tatsächlich eingerichtet. Ich ganz selten mal einfach mit in den Rucksack reinwerfen würde, wenn ich einen zweiten Body bräuchte als Ersatz quasi. Dann muss ich ein bisschen dran rumspielen, aber dann kann ich genauso gut damit fotografieren wieder. Die macht 4K 30 Frames ohne Crop. Mhm. Sobald ich aber auf 60 Frames gehe, dann macht sie einen 1,18 Crop mit den Brennweiten. Also nicht viel, aber er ist da. Mhm.
Ja gut, aber 60 brauchst du jetzt eigentlich für die normale Videografie, brauchst du das nicht, ne? Nee, also ich mache auch alles, ich mache alles mit 25 Frames sogar, weil LED-Lichter flackern gerne mal in 25 Frames, dann ist es wenigstens immer gleich. Falls ihr euch wundert, wenn ihr Streifen im Bild habt oder ein komisches Flackern. Also wobei ich das Flackern teilweise auch nicht wegkriege, wenn ich auf 25 Frames gehe. Ne? Ja. Also ich bin wirklich jetzt darauf. Hängt so dazwischen irgendwie, glaube ich. Ja, ich bin darauf gegangen, dass ich gucke, dass ich alle Lichter, die ich habe, auch für Video geeignet sind. Ne? Ja. Im Idealfall ja, klar. Ja, ja. Also die fähigste Kamera ist sicherlich die X-T4. Hat einen Bildstabilisator drin, macht bis zu 240 Frames Highspeed-Aufnahme, also zehnfach Slow Motion, dann auf 24 Frames runter. Das ist allerdings nur in Full HD. Also da gibt es andere, die sind da besser, aber sind wir ehrlich, Full HD reicht da meistens auch aus oder sowas. Und sie hat eben, was ja viele geil finden für die Videografie, diesen unklappbaren Bildschirm. Display, genau. Was mich, wenn ich ehrlich bin, bei der Fotografie heute wieder mehr stört. Also ich wäre ganz froh, wenn in der nächsten Generation, sage ich mal, die XH sich absplittet in die Videografie-Richtung, wo ich sowas habe und die XT wieder ein Stück zurückgeht auf den Screen, den die XT3 zum Beispiel hatte, also der nur klappt und so ein bisschen hochklappen kann quasi an der Seite, ähnlich wie der bei der GFX zum Beispiel oder die XT3, die ich jetzt hier im Moment für meine Videos habe. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es natürlich dann auch sehr, sehr viele Fotografen gibt, die es dann doch eher hobbymäßig oder semi-professionell machen und für die ist es einfach keine Option, sich zwei Kameras zu kaufen. Ne? Klar, macht das voll Sinn da auch. Und insofern ist da natürlich so ein universelles Display, was du in alle Richtungen drehen kannst, vielleicht nicht für jeden optimal, aber es ist trotzdem keine Einschränkung. Ja. Ich glaube, wenn du eine Marktumfrage vorher gemacht hättest, kam das auch sehr wahrscheinlich raus, dass alle den Screen wollten und ich nehme mich da mit rein. Mhm. Ich habe auch im Nachhinein erst feststellen müssen, 80% der Zeit fotografiere ich aber. Klar, für Video ist es voll gut, aber 80% der Zeit fotografiere ich und da stürzt mich überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass der Schritt auch tatsächlich kommen wird, weil wie du sagst, die sich nur eine Kamera kaufen können, was auch völlig in Ordnung ist, was vielleicht auch sinnvoll wäre, wenn man sieht, wie mein Tisch hier aussieht oder deiner wahrscheinlich auch. Die XS10, das ist die hier drüben, die das hier alles filmt, hi. Mhm. Die hat im Prinzip fast die identischen Video-Features wie die XT4. Stabilisierter Sensor drin, macht 4K 30 Frames ohne Crop, kann aber auch gar keine 60 Frames. Mhm. Aber sie kann die 240 Frames Highspeed zum Beispiel auch auf Full HD. Steht der XT4, also auch wenn man da wieder von nicht professionellen Firmen reden, die das tun, die sowieso einen ganz anderen Pool an Geräten haben, dann ist die mehr als leistungsfähig und kann alles, was man jemals damit machen wollen würde. Und ich glaube, dass die XS10 im Moment, also die hat auch diesen umklappbaren Bildschirm, es ist auch von der Bedienung her ein bisschen von dem Retro-Style weggegangen, den man bei Fujifilm kennt. Also was einzelne Räder für alles angeht. Stimmt. Weil hier, glaube ich, mehr ein bisschen in Richtung Video gedacht wurde einfach. Wo du ja die, da klack, 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 das macht ja kein Mensch. Das hast du ja nachher im Bild und im Ton, im dümmsten Fall. Ja, klar. Und da ist die XS10 perfekt. Also ich verwende die XT4, also ich habe jetzt gerade mal wieder eine XS10 leihweise hier, aber normalerweise verwende ich meine XT4 für die Videosachen. Ich bin ehrlich, brauchen würde ich sie nicht. Die XS10 könnte das genauso gut erledigen. Für mich ist es einfach nur komfortabler, die gleiche Kamera nochmal zu haben. Bin ich ganz ehrlich, dann ist die Bedienung exakt gleich. Ja, klar, ansonsten könnte ich das genauso gut mit der XS10 erledigen. Also die für ein einfaches Streaming-Setup würde ich immer zu der XS10 greifen. Ich habe in 3-4 Wochen mache ich so einen Charity-Livestream und da werde ich auch zwei XS10s hinstellen und mit denen das komplette Streaming-Ding machen. Also das funktioniert tadellos. Da muss ich doch tatsächlich jetzt mal gucken. XS10 habe ich gar nicht auf dem Zettel. Also weil ich frage da halt auch ganz eigennützig, weil ich bin halt wirklich die ganze Zeit hier am Überlegen, denn so gut die Sony auch ist, das mit dem Crop nervt mich halt, ne? Und ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nicht sage, ich schmeiß die Sony raus und hole mir dafür eine Fuji, weil ich habe halt die X-Pro3 und was ich halt festgestellt habe, ist, so schön es ist, also wirklich, ich lasse auf die Sony nichts kommen, der Autofokus und so weiter, das macht die alles wunderbar, aber am Ende des Tages ist es dann halt doch ein anderes System und es nervt dich einfach, weil ich war jetzt zum Beispiel auf einer Motorradtour, da hatte ich die X-Pro3 dabei
Und ich habe halt bis jetzt nur die, ich habe halt nur ein Objektiv mir für die X-Pro3 gekauft, das 23-2.0, ne? Weil ich finde, das ist halt so größenmäßig eigentlich ein super schöner Kompromiss. Genau. Und es wäre aber dann doch schön, wenn du jetzt, sag ich mal, eine Reise machst, dass du dann doch vielleicht noch ein zweites oder drittes Objektiv mitnimmst, ne? Und es ist einfach super, es ist eigentlich schwierig oder Blödsinn, sagen wir mal, für so viele Systeme sich Objektive zu kaufen, ne? Und es zieht ja auch so einen Rattenschwanz dann nach sich. Du hast ja dann nicht nur, dass du jetzt noch für die Sony noch ein anderes Objektiv mitnehmen musst und für die Fuji, du müsstest ja auch nochmal eigene Akkus, eigene Ladegeräte im dümmsten Fall. Es zieht ja wirklich so einen Rattenschwanz an kleinen Crew hinter sich her, der irgendwie deinen Rucksack voll macht mit Quatsch, den du eigentlich haben willst. Eigentlich willst du ja, also ich zumindest auch mal, ein sehr reduziertes, minimales Setup. Deswegen liebe ich die X-Pro3 oder auch die M10 so dafür, dass sie eben reduziert ist, ruhig und ich mich auf meine Fotografie konzentrieren kann dann auch. Ich bin ja echt froh, dass sie mittlerweile alle auf USB-C gehen, ne? Ja, die, ist das bei Fuji ist das auch durch, oder? Oder gibt es noch eine, wo du das Ladegerät brauchst? Nee, da? Eigentlich bei, also bei, die liefern da gar keine Ladegeräte mehr mit meistens. Ja. Aber nee, alle eigentlich per USB-C ladbar mittlerweile. Also ich betreibe die auch. Ich glaube, bei Leica ist es die, also die M10, die braucht noch ein Ladegerät und die Q2 hat auch noch keinen USB-C-Anschluss. Ne? Aber ich meine, ach, was reden wir über Leica? Klappdisplays, was haben wir gelacht? Guter Witz. Ne? Ja, also ich war ja fasziniert, dass die Leica, die hat ja ein Klappgehäuse, was sich hier unten aufmachen kann. Das fand ich ja schon faszinierend. Ja, das hat aber auch echt so ein bisschen was Retro-mäßiges, ne? Aber was haben sie ja jetzt schon über Bord geworfen? Also die M11 hat es ja nicht mehr. Die hat diesen Deckel nicht mehr und dafür, das hat Leica ja, finde ich, ganz gut gemacht. Die haben ja diese Akkus, die komplett im Gehäuse, also die du einfach ins Gehäuse steckst, wo der Deckel gleich mit drin ist, ne? Da frage ich jetzt mal den Profi, ist die M11 wetterfest? Ich glaube ja, doch, die ist wetterfest, weil der, die Akkus haben auch eine Dichtung mit drin, ne? Ja, also der ist in dem Deckel. Ja, also wirklich. Und das ist also wirklich zum Tauschen und so weiter, das ist halt super praktisch. Na, nicht. Ja. Also es ist auch so ein Feature, wo ich sage, okay, am Ende des Tages kann das nicht irgendwie kaufentscheidend sein. Also mir ist da ein USB-C-Anschluss zum Laden wichtiger. Aber es sind halt einfach so Kleinigkeiten, wo man einfach Freude dran hat. Und da sind wir wieder bei dem Thema Spaß an einer Kamera. Ne? Du machst natürlich dadurch, wie der Akku in das Gehäuse reinkommt, machst du natürlich keine besseren Bilder. Aber hoffentlich nicht. Nee, ja, ich habe den Akku. Ne? Nee. Ja, bei mir geht der Akkuwechsel richtig schnell. Genau. Nee, es sind aber so Kleinigkeiten. Zieht schneller ich. Also, als sein Schatten. Genau. Also, was mich, also ich habe zum Beispiel, wo ich die M10, wo ich die M11, habe ich die Präsentation gesehen und dachte mir, ah, endlich haben sie das mit dieser blöden Bodenplatte gelöst. Und dann hatte ich die M10 hier und dachte mir, ja, ist schon doof. Auf der anderen Seite muss ich aber auch zugeben, der Akku hält auch ewig. Also du bist jetzt nicht da ständig am Akku wechseln an der Leica. Das ist ja faszinierend, wie lange die Akkus an der Kiste halten. Also das war ja schon immer bei den Leica M-Kameras, weil die natürlich einfach auch weniger Elektronik haben. Ne? Die müssen natürlich keine Autofokusmotoren bewegen und so weiter. Also da ist halt einfach auch nichts drin. Das ist natürlich jetzt mit der M11 mehr geworden, weil die ja quasi die ganze Zeit versteckt im Live-View-Modus arbeitet. Ne? Dadurch, das ist so quasi so ein Kunstgriff, den sie da gemacht haben. Aber also legendär war ja die M240, wo du mit einem Akku einfach eine komplette Hochzeit durchfotografiert hast. Ja, also das war aber auch so ein richtiger Klotz, ne? Und den hast du einfach nicht leer bekommen, diesen Akku. Ja, das bei M10 wurde es dann weniger, aber war immer noch gut. Und jetzt bei M11 haben sie sogar den Akku wieder etwas vergrößert. Wäre halt schön, wenn auch mal Akkus gleich bleiben, aber naja, es gibt so ein paar Kameras, die haben den gleichen Akku bei Leica, also insofern. Ja, ich habe das ja mal bei der, ist es die SL2, glaube ich, die auch diesen Akku hat, zum einfach nur unten reinstecken. Genau, ist ja der gleiche wie bei der Q2. Genau, also da gibt es ja wohl hin und wieder mal so eine Deckung. Fujifilm hat ja auch gerade zwei Akkus, zwei unterschiedliche. Es gibt die in der XT und GFX jetzt und die alten, in Anführungszeichen, in der X-Pro. Bringt mich jetzt auch nicht komplett um, aber wie du sagst, schöner wäre es, wenn es die gleichen wären natürlich. Das würde auch nochmal ein paar Probleme lösen. Aber also du sagst, zum Streamen muss ich auf jeden Fall die XS10 mir kaufen. Ja, würde ich dir nahelegen, bin ich ehrlich. Das ist die Kamera, die hier. Ja. Die ist, ich finde sie, meine persönliche Meinung, ich würde sie mir, glaube ich, nicht kaufen, wenn ich damit nur fotografieren wollen würde.
Das ist ja, da bin ich aber auch so, dass ich dann eher sage, dann greife ich lieber oben ins Regal. Zum einen das und dafür kann sie mir zu viel. Also ich mag dieses Reduzierte eigentlich mittlerweile an den Kameras. Deswegen liebe ich die X Pro 3 oder auch die X100 nach wie vor. Das ist ja für mich immer noch die, die Kamera ist ja wirklich dieser pure Sex. Also besser geht's ja nicht. Also so schön diese Leicas ja auch sind, die hier macht mich noch ein bisschen mehr an. Aber ich glaube, ja, die X100V und die Leica M10, also die Leica M10 steht ja nicht in viel nach, muss ich schon zugeben. Aber die sprechen so das gleiche Ding bei mir an, so mein Beuteschema an Kameras, die X-Pro 3, die X100, die M10, dieses eigentlich. Das ist halt alles so ein bisschen retro. Es ist so. Spleenig auch mal, anders einfach. Ja, das ist. Also ich finde immer, das sind so die Prototypen von Opas Kamera. Ja, ja, also wenn der Opa früher eine Kamera hatte, so mit diesen typischen Ledercases, weißt du, die so über das Objektiv drüber hinweg gingen, ne? Furchtbar hässlich, aber sehr typisch. Das waren halt, ja, das ist ein Fotoapparat. Mhm. Ne? Das habe ich kürzlich auch zu was gesagt, Fotoapparat. Ein Fotoapparat. Also es ist halt, und das ist halt einfach diese, ja, heutzutage diese Oldschool-Retro-Schiene, die halt gerne gefahren wird. Aber ich bin da genauso wie du, ich bin da extrem empfänglich für. Ich fahre ja auch ein Motorrad, was moderne Technik hat, aber optisch natürlich Oldschool ist. Ne? Ja. Ich gucke, wenn ich irgendwie, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie so Möbel suche, ich gucke auch immer irgendwie so ein bisschen so Industrial, Vintage und so weiter. Also ich mag das einfach, ich mag halt Dinge, die einfach so ein bisschen Oldschool aussehen. Ne? Ja, und ich finde auch, der Vergleich mit dem Motorrad finde ich immer wieder ganz gut. Weil du kommst ja auch mit dem Auto eigentlich bequemer von A nach B, Punkt. Also Motorrad macht ja eigentlich keinen Sinn. Du kannst weniger transportieren. Man sitzt manchmal ein bisschen unbequem drauf, also ich zumindest. Aber es macht halt mehr Spaß. Und das ist das bei den Kameras, gibt es das eben auch. Eine X-Pro 3, eine M10. Ich habe hier hinten diese Hasselblatt stehen, die einfach nochmal, ich glaube, 20 Jahre älter ist wie ich oder so. Mhm. Also es gibt keinen logischen Grund, mit dieser Kamera zu fotografieren. Aber es macht halt mehr Spaß. Das ist ja der Punkt dran. Warum die Leute auch Oldtimer fahren zum Beispiel, was ich auch verstehen kann. Moderne Autos interessieren mich nicht die Bohne. Ja. Oldtimer, spannend. Da schätze ich das Ganze. Und was man auch nicht vergessen darf, dieses Retro-Stylige, was wir uns ein paar Mal gesagt haben. Ich fand, als ich die M10 in die Hand genommen habe, fand ich den Umstieg von meiner X-Pro 3 auf die M10 erstaunlich einfach. Na klar, der Messsucher hat mich am meisten verwirrt, aber alles andere ist an der gleichen Stelle, wo ich sonst auch suchen würde. Ich habe mein Belichtungsrad, ich habe meinen Blendenring, ich habe mein ISO-Rad ein bisschen woanders, aber ich habe ein ISO-Rad und ich habe mich sofort zurechtgefunden. Und der Punkt ist nicht, dass Leica baut immer noch die gleichen Kameras, das ist kein Retro, die haben sich einfach nicht so viel verändert. Genau, die haben sich einfach nicht weiterentwickelt. Die haben sich einfach nicht weiterentwickelt. Bei Fujifilm sagt man immer, die bauen Retro-Kameras, dass die halt alt aussehen. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es halt einfach gewisse Dinge gab, die damals funktioniert haben, und zwar sehr, sehr gut, die man nicht unbedingt ändern muss, weil sie dann besser werden. Das ist das, was mich an vielen modernen Kameras abschreckt, Sony, dass dann alles irgendwie in Menüs vergraben ist oder ich halt irgendwie mit irgendwelchen wilden Tastenkombinationen arbeiten muss, wenn ich einfach nur simple Dinge ändern will. Und da liebe ich halt diesen Retro-Style, der funktional ist, einfach weil er schon damals gut funktioniert hat tatsächlich. Ja, das mit dem Funktionieren ist natürlich ein richtiges oder ein gutes Stichwort. Also da, wenn wir halt gerade bei der Bedienung sind, also du sprichst Sony an, das habe ich immer gesagt, Sony ist für mich einfach, auch wenn ich sie mittlerweile weiß, wo die Einstellungen sind, ist für mich nicht der Vorzeigekandidat, was halt Menüführung und Bedienung angeht. Leica ist da für mich ganz weit vorne. Also weil die haben einfach, aber keine Funktion, keine Menüs, so könnte man es auch sagen, ne? Stimmt, das habe ich noch nicht gesehen, aber ja. Ich hoffe, dass hier nicht wieder einer von Leica zuhört. Das ist einfach auch, wenn du die SL2 oder die Q2, die auch wirklich schon viele Funktionen haben, wenn du die in die Hand nimmst und durch die Menüs gehst, das ist einfach, es ist Bombe. Ja, das spricht mich so an, das ist reduziert, da ist trotzdem das alles drin und so weiter. Also von daher, Fuji, klar ist ein bisschen Umstellung immer, ne? Also ich muss sagen, da gibt es auch so ein paar Punkte jetzt hier bei der X-Pro 3, wo ich sage, also das verstehe ich irgendwie nicht oder vielleicht bin ich da auch einfach zu doof zu. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, was ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ins Menü gehe, dass er sich immer nicht merkt, wo ich war. Also ich gehe jetzt zum Beispiel hier in dieses Benutzereinstellung-Menü, ja, und dann gehe ich raus und dann gehe ich wieder ins Menü und dann ist er wieder auf dem obersten Menüpunkt. Das,
ein total sowas, witziger ne? Punkt, den höre ich in letzter Zeit total oft, dass die Leute sich wünschen, dass die Kameras im Menü dort bleiben, wo ich vorher war. Ja, die GFX 100S macht das und das macht mich komplett irre. Das macht mich komplett wahnsinnig. Ich habe damals, also am Anfang habe ich ja mit Fujifilm mehr Kontakt gehabt, wo es um die Kamera ging, wo dann die 50S Mark II kam. Also gleiches Gehäuse, kleinerer Sensor, gleich großer Sensor, weniger Megapixel. Und die einzige Änderung, die ich haben wollte, war, macht bitte das mit dem Menü wieder raus. Das macht mich komplett irre. Aber scheinbar wollen das total viel. Also da bin ich vielleicht in der Unterzahl. Ja, es ist Gewohnheitssache. Ne? Das ist ja auch immer, womit du aufwächst und was du kennst. Ja, es ist auch so, ich habe sehr, sehr viel mit Nikon fotografiert. Für mich ist heute noch das Nikon Menü 1, wo ich sofort mich zurechtfinde, wo ich einfach genau weiß, wo ich suchen muss, wo ich alles finde. Letztendlich ist es alles Gewohnheitssache, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Und bei aller Liebe zum Retro, was ich gerade, also ich persönlich glaube, kann unterscheiden, dass für mich diese ganze Retro-Schiene, dieses ganze alte, oh Manfred, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Für die Fotografie funktioniert das extrem gut für mich und in dem Moment, wo ich in die Videografie gehe, muss die Kamera abliefern. Mhm. Ja, das heißt, es gibt für mich keine Leica, mit der ich filme. Mhm. Ist einfach so. Auch wenn die SL2 extrem geile Video-Features hat, also was die qualitativ macht, ist bombastisch. Also da hat Leica richtig einen rausgehauen. Aber das macht sie natürlich alles mit so Dingen wie Autofokus und so weiter dann wieder kaputt, ne? Also insofern. Und an dem Punkt ist es dann halt so, dass ich dann sage, okay, jetzt bin ich auch so leidensfähig, dass ich mir da auch eine Sony hinstelle und habe dann dafür aber eine Kamera, die dann absolut abliefert. Nur ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, jetzt die ZV-10 mitzunehmen, um damit zu fotografieren. Ne? Und das finde ich wiederum ein bisschen schade und deshalb bin ich da halt gerade so am Überlegen, ob nicht in dem Bereich vielleicht sogar Fuji eine Alternative wäre. Ich glaube, so Hybrid-Sachen, da eignen sich die APS-C-Kameras ja auch wunderbar. Da reicht auch der Sensor für Videografie völlig aus, mehr braucht kein Mensch. Und du hättest halt den Vorteil, dass du das ein oder andere Objektiv dann tatsächlich zweifach nutzen könntest. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel das 18mm drauf, das neue, das 18mm 1.4. Das wäre da wahrscheinlich auch meine. Ja, weil da bin ich echt kurz davor, ein zweites zu kaufen, weil ich habe das halt, ich nehme das ja nicht mehr runter von der XT3 hier, weil das wirklich Rasiermesser scharf und einen atemberaubend schnellen Autofokus hat. Und jetzt habe ich hier das neue XF33 noch auf der X-Pro3 drauf, muss auch da sagen. Also die aktuelle Generation von Objektiven, die lohnt sich auch echt. Also da Hut ab, was sie da geleistet haben. Auch. Und auch für Fuji kann man sich bei Sigma mittlerweile umschauen. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel hier auf der Sony, ich habe ja das Sigma 16mm 1.4 hier drauf. Also ich finde, so hier für diese ganzen Streaming-Sachen sind ja so diese Brennweiten 16, 18, vielleicht noch 20 an APS-C sind ganz gut geeignet. Und ich weiß nicht, welche Blende hast du jetzt? Ich habe meins voll aufgerissen hier auf 1,4. Mhm. Und ich kann ja mal gerade hier voll machen. Also ich finde, dass das eigentlich so von der Unschärfe, es ist vollkommen ausreichend. Ja, also mit Vollformatsensor wäre es eher so, dass ich sage, ich muss abblenden, damit da im Hintergrund nicht nur Matsche wäre. Ne? Ja, vor allem bei Video bewegt man sich ja auch die ganze Zeit. Also ich habe das kürzlich versucht, vom Gimbal runter mit Blende 1.4 was zu filmen, da wirst du ja komplett irre. Also da, egal wie schnell dein Autofokus ist, der weiß ja gar nicht, irgendwann, wohin die meiste irgendwann Zeit. Kann der nicht mehr. Also gerade wenn du so diese Abstandsänderung hast, so in diesem Bereich, ne? Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich damals immer bei den Micro Four Thirds geliebt habe. Also ich filme ja immer noch mit Panasonic GH5 seit vielen, vielen Jahren. Und das ist ja etwas, was ich nach wie vor eigentlich daran liebe, dass wenn ich offenblendig filme, also Blende 2.0 zum Beispiel, dass ich trotzdem so viel Schärfe im Bild habe, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn sich die Leute dann halt so ein bisschen bewegen. Ne? Das kannst du halt... bei Vollformat musst du dann halt abblenden, da bist du dann halt ganz schnell irgendwie bei Blende 4 oder auch 5, 6 und dann verlierst du halt Licht. Genau. Ja? Bei Micro Four Third, da gibt es ja zum Beispiel auch, also Olympus hat ja auch Panasonic, die haben ja einige 1-2er Objektive gebaut und was ich immer echt cool fand, eine Blende, also eine Lichtstärke von 1-2, aber eine Schärfentiefe im Prinzip, ich glaube, wie 2,4 an Vollformat.
Und das fand ich zum Film, also ich muss sagen, zum Film finde ich, muss es gar nicht Vollformat sein mit mega Offenblende. Nee, das sage ich schon lang, dass eigentlich diese, dieses mehr Licht, aber mehr Schärfe tatsächlich zu haben, dieses kleines bisschen mehr, es macht für mich den Reiz an den APS-C-Kameras tatsächlich aus. Auch bei, wenn du mal ein Gruppenbild oder sowas machst, dann merkst du es auch schnell, weil gut es sein kann, mehr Licht, aber auch mehr Schärfe zu haben gleichzeitig. Ist eigentlich ein gutes Ding. Und bei Video spielt es eine noch größere Rolle tatsächlich, dass ich eben ein bisschen mehr Schärfe habe. Die Leute reden immer von diesem Kino-Look, aber selbst wenn du dir Kinofilme oder sowas anguckst, die haben nicht alles knallunscharf im Hintergrund. Im Gegenteil, man glaubt das immer, aber das ist halt ein Kinobildschirm, der man den Unterschied macht. Ja. Also was man glaube ich, also ich weiß nicht, der Kino-Look ist meiner Meinung nach auch kein Look, der dadurch, der durch Unschärfe definiert wird. Gar nicht. Nee, also Kino ist etwas, was, was auch sehr viel mit Einstellungen, mit Perspektiven zu tun hat. Natürlich auch das, das breite Format, was dazu gehört. Ne, das spielt sich einfach viel mehr ab auf der Leinwand, aber das ist nicht einfach Blende auf und alles unscharf. Viel, ne? Das Licht tatsächlich, also man sieht das bei uns beiden zum Beispiel, wie wir mit Lichtfarben Stimmungen beeinflussen können, wie auch ein sauber ausgelichtetes Ding, ausgeleuchtetes Bild einfach sehr viel ausmacht. Und das ist klar, in der Fernsehsendung sieht alles scheiße aus, weil halt alles hell sein muss im Prinzip. Im Kino wird halt mehr Licht gesetzt tatsächlich, wie in einer guten Fotografie auch. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, suchen, nicht die Unschärfe im Hintergrund. Ja, das ist so. Ne? Und dann Kino ist natürlich Farbe, Grading, Licht, das sind da einfach Riesenthemen. Ne? Das ist zum Beispiel auch etwas, worauf man mal achten muss. Also es gibt im Kino, gibt es auch ganz, ganz viele Einstellungen, die du wahrscheinlich als Fotograf nicht machen würdest. Also wenn man darauf achtet, im Kino hast du sehr viel Dunkelheit, weil einfach die Dunkelheit transportiert werden muss. Und oftmals hast du Sachen, die nur schemenhaft zu erkennen sind, wo du dann genau hingucken musst. Und als Fotograf würdest du da wahrscheinlich sagen, okay, da, ich muss da jetzt irgendwie ein bisschen Licht hinnehmen und ich muss da nochmal so einen Akzent reinsetzen. Nur im Foto kannst du das eher machen. Im Kino ist diese Lichtquelle aber nicht da. Aber wenn da jemand durch eine dunkle Straße geht, dann kannst du den nicht beleuchten, weil einfach diese Lichtquelle da überhaupt keinen Sinn machen würde. Ne? Also ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, weil ich mag eigentlich auch Fotografie, die sich so ein bisschen am Kino orientiert. Und ich mag das halt auch zu versuchen, das so ein bisschen nachzuahmen und habe dann irgendwann aber festgestellt, ja, in der Fotografie machst du dir gar nicht immer Gedanken darüber, ob das Licht an der Stelle, wo du es jetzt dahin packst, ob das da Sinn macht. Musst du ja auch gar nicht, ne? Du musst dir ja nicht die Frage stellen, mache ich da jetzt ein Licht, was im Prinzip die Sonne nachbildet? Du sagst ganz einfach, ich mache jetzt ein Licht, weil es cool ist und weil es die Person cool ausleuchtet. Mhm. Ne? Also ich glaube, man kann in den beiden Bereichen Film, vor allem Kino und Fotografie, sehr viel voneinander lernen, was Lichtsetzung angeht. Das heißt aber noch lange nicht, dass es jeweils im anderen funktioniert. Also im Kino wird ja oftmals, um Dramatik zu erzeugen, sehr viel mit Rimlights gearbeitet, dass du also gar kein Key von vorne hast quasi. Also ich sag mal so. Und dann ist es schon cool, aber in Fotos funktioniert das halt oftmals nicht. Kann ich auch. Weil du nur ein einzelnes Foto hast. Im Film hast du ja schon. Guck mal, gleich springt der Fokus hinten auf. Ja, schon ist vorbei hier. Ja. Und du hast ja mehrere Bilder. Du arbeitest mit einem mit Sequenzen und der Betrachter, die Betrachterin behält ja im Kopf, wie die Person aussieht. Bei einem einzelnen Foto hast du das halt oft nicht. Sonst müsstest du da immer mit Bildstrecken arbeiten und wer hat die Zeit, sich mehrere Bilder anzuschauen? Scheinbar niemand. Ja, ja. Von daher kommt das schon, also ist ein bisschen anderes Medium, aber man kann voneinander lernen, glaube ich. Ja, total. Also und nochmal zurück auf das ganze Thema Unschärfe. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass die Shots im Kino, die sind ja in den größten Fällen, sind die ja von vorne bis hinten durchdesignt. Das heißt, von oben links bis unten rechts in die Ecke ist da alles an seinem Platz. Ich behaupte mal, dass wir natürlich auch die Offenblende und die Unschärfe als Fotografen so sehr lieben, weil sie uns einfach die Möglichkeit gibt, Dinge auszublenden, da wir einfach nicht immer das Bild von vorne bis hinten durchdesignen können. Ja, wenn wir also irgendwo draußen unterwegs sind und da Fotos machen müssen an irgendwelchen Locations, wo auch noch andere Dinge sind, ja, dann heißt es halt manchmal einfach Blende offen und hoffen.
Ja. Es ist halt auch so, gerade wenn du, also ich fotografiere ja sehr viel mit Available Light, und wenn du zum Beispiel sagst, okay, das Licht ist für mich wichtig, also, oder ich gucke erstmal nach dem Licht. Ich möchte als erstes meine Person so platzieren, dass sie toll ausgeleuchtet ist. Dann ist es halt manchmal so, dass die Perspektive mit dem Hintergrund und der Location nicht mehr ideal ist. Und dann, ja, Blende auf und durch. Mhm. Genau, Fototapete im Hintergrund bei Blende 1, 2 und gib ihm. Genau. Ist halt oftmals auch ein einfaches Mittel. Da ist es natürlich wesentlich schwerer, einen sauberen Bildaufbau hinzubekommen bei Blende 4 oder so. Da muss man ein bisschen mehr nachdenken. Aber das Schöne ist ja, wenn man es mal bei Blende 4 gemeistert hat, kann man es bei Blende 1, 2 trotzdem besser machen dann am Ende. Also auch eine Unschärfe kann unruhig sein in sich. Ja, oder der Bildausschnitt noch immer scheiße. Also das, da rettet einen das auch nicht. Du, der Christian hat gerade was sehr Wichtiges eingeworfen. Wollten wir nicht noch Bilder sehen? Ja, stimmt. Ich finde, Christian, vielen, vielen Dank. Ich hätte es jetzt beinahe komplett vergessen. Thomas, was hast du mitgebracht an Fotos? Ich habe eine, mal eben schnell, wie man sagt, eine Keynote zusammengeknallt, ich glaube mit 134 Folien, also ihr dürft euch tatsächlich aussuchen, was ihr seht. 180 Folien. 180 Folien, ja, okay. Ja, also ich sag mal, kriegen wir noch hin. Okay. Ich kann ja mal ein paar Sachen zeigen, die ich einfach gemacht habe in der letzten Zeit. Okay, ich springe da so ein bisschen dann drin rum. Dann mache ich jetzt mal hier auf groß und dann kannst du einfach mal also mir hast du auf jeden Fall diesen Filter verkauft. Wie heißt der? Black Mist? Tiffen Black Mist Pro, genau. Den hast du mir verkauft. Den muss ich ausprobieren, wie der in meinem Setup aussieht. Also ich schalte hier mal um. Das sind die Bilder zum Beispiel, die ich mit der XS10 damals gemacht habe. Wo ich immer wieder höre, Bar Humbug, das sind doch RAW-Dateien. Da kann ich immer wieder nur sagen, ich hatte ein Prototyp oder ein Nullserienmodell, sprich kein RAW-Konverter dieser Welt konnte mit diesen RAW-Dateien überhaupt was anfangen. Ich konnte gar nicht anders, als JPEG zu fotografieren. Mhm. Und es ist diese Strecke, die ich damals quasi für Fujifilm fotografiert habe, wo es im Prinzip darum ging, so diesen New Gentleman-Style zu zeigen. Also morgens erstmal schön zum Schneider gehen, sich einen Whisky hinter die Binde kippen und einen neuen Anzug kaufen. Und das haben wir so den ganzen Tag über so ein bisschen begleitet. Und alles JPEGs aus der Kamera. Das Einzige, was ich gemacht habe, sind Beschnitte hin und wieder, ganz leicht nachkorrigiert. Und das war es dann aber auch schon. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, also es wird ja immer so getan, als ob man JPEG überhaupt nicht bearbeiten kann. Ne? Aber es ist ja durchaus auch so, dass man auch in einem gewissen Rahmen am JPEG noch mal ein bisschen leicht zu hell, zu dunkel, also man kann da ja schon ein bisschen was dran machen. Man hat nur einfach nicht diesen riesigen Range wie bei einem RAW. Ne? Genau. Aber ich sag mal, aufhellen ist manchmal ein bisschen schwierig. Also du kannst weder die Schatten noch die Lichter wirklich retten. Was gut geht, ist abdunkeln zum Beispiel. Also ich ertappe mich dann schon hin und wieder mal bei einem JPEG dabei, dass ich vielleicht ein bisschen im Bereich ein bisschen noch abdunkle im Nachhinein, um einfach das Auge im Bild besser zu lenken. Das mache ich ganz gern mal. Hier ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel für eine Lichtstimmung, die du mit im JPEG wunderbar einfangen kannst, wenn du halt weißt, was du tust, am Weißabgleich. Also da war es bei weitem nicht so orange, wie es hier aussieht. Es war auch nicht so sehr Abend. Da reden wir hier gerade von 16 Uhr im August. Also das ist nicht Abendstimmung. Aber die Schatten waren lang genug, sage ich mal, um mit einem leicht verschobenen Weißabgleich halt diese Abendstimmung reinzukriegen. Und dann geht man halt her und blendet sich oben mit einer Taschenlampe noch leicht irgendwie rein oder nimmt wirklich die Sonne mit, wenn sie gut steht. Und schon geht's, hast du da ein Bild. Und gerade eben kam die Frage auf, das ist alles Classic Chrome tatsächlich, minimal ein bisschen was angepasst. Das ist ein Akros, das ist das einzige Schwarz-Weiß-Bild, glaube ich, was ich drin liegen habe. Genau. Und dann habe ich dann einmal im Barbershop dann noch fotografiert. Da war das größte Problem tatsächlich, die zum Teil obszönen Sticker zu verdecken, die da an den Wänden hingen. Da musste ich wirklich aufpassen. Das habe ich aber oftmals auch erst im Nachhinein dann gesehen, was da verschwommen ist. Friseure haben schon was für sich, also ich spreche aus Erfahrung. Also vor allem die hier, die ja auch komplett von oben bis unten tätowiert sind, das spricht ja schon eine deutliche Sprache. Und dann ging es abends in die Bar und auch hier, klar, das ist da halt ISO 6400 und gib ihm. Hier habe ich mit einem zusätzlichen Licht aber noch gearbeitet. Man sieht es oben auf diesem Shaker gerade, da habe ich halt so eine LED-Lampe oben über die Kamera drüber gehalten, um ein bisschen mehr Licht auf meinen Protagonisten und so zu bekommen. Hier, das ist
das wird ja oftmals nachgefragt bei mir, wie ich das mache. Das sind diese Spiegeltricks, die ich ganz gerne mache. Also, welche Kamera nehmen wir denn dafür? Sowas sind diese, diese Spiegelungen, die ich mit diesen kleinen Taschenspiegeln erzeug. In dem Fall ist es aber, glaube ich, ein Glas sogar gewesen. Oder? Das ist der Spiegel, genau. Das andere war ein Glas, das ich in der Hand hatte. Gibt auch einige, die dann so so Folien benutzen oder so, ne, so irgendwie milchige Folien. Also gibt es alles Mögliche. Wenn man es auf die Spitze treiben will, irgendwie so Prismen und all so ein Kram. Ne? Also wenn man da mal ein bisschen googelt, solche Flair-Effekte kriegt man eigentlich relativ leicht hin. Wobei da gibt es ja auch genug. Genau, wobei ich finde, lieber nicht übertreiben. Ne? Also nicht mit so einem Prisma, sondern so ein Spiegel oder so eine Folie. Das reicht eigentlich in vielen Fällen. Genau, ich kann mir so ein Prisma mit Schlagring dran kaufen, irgendwie für 200 Euro oder halt einen Schminkspiegel für 9. Genau. So, also komme ich auch recht weit schon. Das ist jetzt so ein bisschen, was ich jetzt im letzten Jahr verstärkt gemacht habe, also was auch Jobs dann tatsächlich sind. Da war ich zum Beispiel mit Annalena Baerbock in Ulm auf einer Wahlkampfveranstaltung. Und hier sieht man den Pressekollegen im Vordergrund. Und ich war ja für die Grünen vor Ort, sprich ich bin auch ein bisschen weiter gekommen als die Presse tatsächlich. Die mussten zum Teil dann draußen bleiben. Und wir haben hier eine Synagoge besichtigt, auf die im letzten Sommer ein Brandanschlag verübt worden ist. Man sieht hier hinten noch ein bisschen die Spuren am Gebäude, wo noch ein bisschen Ruß dran ist. Und oben die Fenster sind auch noch so verrußt. Das Schöne war, ich durfte mit rein. Also die ganze Presse musste draußen bleiben. Ich war der Glückliche, der mit rein darf und konnte dann auch da noch ein paar Bilder mitbringen. Und sowas geht dann zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch JPEG fotografiert. Aber nicht unbedingt, weil ich sage, ich brauche hier kein RAW, sondern weil ich quasi zeitgleich, also es steht immer jemand hinter mir mit einem Telefon in der Hand und wartet ganz gierig auf die Bilder, die ich dann durchschicke. Und ich markiere quasi immer in den kleinen Pausen, sage ich mal, wenn ich an der roten Ampel stehe und weiterlaufe oder was auch immer oder kurz noch mal eine Minute reden und nichts passiert, dann markiere ich kurz ein paar Bilder in meiner Kamera. Und sobald ich das nächste Mal ausschalte, werden die automatisch rüber übertragen auf das Telefon. Und da muss ich praktisch gar nichts machen. Und die können direkt die Bilder für Social Media verarbeiten. Weil klar, eine Wahlkampfveranstaltung, die lebt davon, dass die Leute da jetzt hingehen, nicht morgen, wenn ich die RAWs entwickelt habe. Und sowas mache ich dann in dem Fall halt dann direkt als JPEG. Und klar, dann fressen ja halt die Lichter aus. Aber das sind wir ehrlich, das interessiert keinen Menschen in dem Moment. Das juckt niemanden, also wirklich. Genau. Also das klar könnte ich da oben jetzt im RAW noch was rausziehen. Höchstens beim Druck wäre das jetzt mal relevant, aber auf dem Bildschirm ist es völlig egal. Völlig wurscht. Genau, und sowas habe ich da zum Beispiel dann letztes Jahr verstärkt fotografiert. War noch so alles dabei. Also die, was ich ja erwähnt hatte, war zum Beispiel auch die Strecke, doch da ist sie doch schon, die ich mit dem Alex Meyer gemacht habe. Den habe ich kennengelernt oder ich wollte unbedingt im Landtag in Stuttgart. Ist das der Bürgermeister oder? Das ist der Bürgermeister, genau. Und ich habe da so reingeguckt und habe gesehen, dass einer von den Landtagsabgeordneten einen eigenen Podcast hat und dachte mir, der sieht da witzig aus, den schreibe ich einfach mal an. Und dann hat er mir in unserem Erstgespräch verraten, nach dem ersten Bier zugegebenermaßen, dass er als Bürgermeister kandidieren wird in meiner alten Heimatstadt. Und das fand ich natürlich noch viel interessanter. Habe ich gesagt, hey geil, lass uns da doch eine komplette Strecke draus machen, eine komplette Geschichte erzählen, über ein Jahr lang hinweg. Und da haben wir im Landtag angefangen quasi, in seinem noch Job mehr oder weniger, habe ich angefangen, ihn zu begleiten ein bisschen, wie sein momentaner Job noch aussieht und wie er dann langsam halt in die neue Rolle reinschlüpft, erst in den Wahlkampf und dann am Ende als Bürgermeister antritt. Da habe ich auch alles mögliche an Events begleitet irgendwie. War auch mit einer der Ersten, der damals in der Quarantäne war, wo der Landtag direkt dazu gemacht worden ist, weil wir da halt mittendrin waren logischerweise. Und haben dann, was hätte vielleicht ein langweiliger Wahlkampf sein können, weil irgendein Oberbürgermeisterwahlkampf in der Provinz interessiert ja meistens niemanden. Gerade durch Corona war das aber sehr, sehr viel interessanter dann, als man am Ende dachte, weil der Wahlkampf komplett anders war wie bisher. So einen gab es halt noch nie. Also es war 2020. Und dann hat sich das natürlich alles ein bisschen anders gestaltet. Und es war auch da so, dass ich quasi eine komplett freie Reportage gemacht habe und denen aber Bilder zur Verfügung gestellt habe und diese dann zum Teil dann gerade für Social Media und so weiter entsprechend verwendet haben. Das war zum Beispiel der erste Wahlgang, wo dann klar war, okay, er hat eine wirklich reelle Chance, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben um den Bürgermeisterposten. Dann nochmal ein bisschen Landtag und ich glaube, ein Bild habe ich noch.
ja, jede Menge Fernsehtermine, Interviews hier mit Winfried Kretschmann, hast du nicht gesehen. So bin ich da auch ein bisschen reingerutscht. Hier Fernsehduell gibt es auch für Oberbürgermeister, habe ich festgestellt. Und am Ende, gerade habe ich viele Bilder mitgebracht, das ist im Märklin-Museum, falls wir hatten es ja von Modelleisenbahn. Und das war zum Beispiel die tatsächliche Wahlnacht dann, wo es um die Entscheidung ging. Er hat mit 72 Stimmen Vorsprung gewonnen. Und genau, das Bild fasst für mich, glaube ich, Wahlkampf 2020 zusammen. Wir sitzen alle im Zoom irgendwie dann am Ende. Ja, ist cool. Und da war dann, das war genau der Moment, wo klar war, okay, mit 72 Stimmen Vorsprung hat es geknackt und ist jetzt Oberbürgermeister. Und da sieht man es hier oben. 72 Stimmen. 72 Stimmen. Und der Amtsinhaber hat sich wirklich sehr sicher gewähnt bei der Sache. Und am man Ende sieht sogar noch, wie du das Foto machst. Genau, man sieht mich hier oben, wie ich das Bild mache. Sogar Hintergrundbeleuchtung auf grün umgestellt dafür. Man sieht hier ihn und seine Wahlkampfleiterin, die völlig zwischen den Gefühlen hin und her gerissen sind. Und das ist wirklich auch der letzte Wahlkreis, der ausgezählt worden ist. Womit die letzten man hätte natürlich auch einfach einen Screenshot machen können, aber so ist das natürlich, hat das nochmal was Reportagemäßigeres, ne? Als wenn du jetzt einfach nur sagst, du fotografierst den Bildschirm ab, als ganz normal ein Screenshot. Genau. Ja. Ist ja zeitgeschichtliches Dokument dann auch. Also guck mal, saßen wir vor unseren Laptops und haben irgendwie in Zoom reingeglotzt, 2020, die ganze Zeit. Dann hier bei der Amtseinsetzung und bis zu seinen dann sehr ungewöhnlichen zum Teil Bürgermeisterporträts, die ich dann mit ihm gemacht habe. Jetzt gab es gerade eben so die Frage, was ich mit der GFX so fotografiere. Also die GFX ist für mich sehr, sehr viel Business-Porträts, Werbefotografie, was ich da mit tatsächlich mache. Ich habe doch von der GFX gar nicht so viel drin. Irgendwo ich die Porträts. Hier. Und das ist zum Beispiel mit der GFX fotografiert. Eine Porträtstrecke für eine Autorin und Literaturwissenschaftlerin. Warum die GFX hier? Warum die GFX hier? Das Bild ist, glaube ich, ganz gut als Erklärung tatsächlich, weil kein Mensch braucht 100 Megapixel, Punkt. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so. Das braucht niemand im normalen Leben. Aber ich kann aus einem 100 Megapixel Bild wie dem hier ohne Probleme nochmal einen Schnitt rausziehen, wo die ganze Weißfläche hier nicht dabei ist. Ich kann extrem harte Crops machen für Zweitverwertung der Bilder. Also wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich brauche davon doch ein Porträt. Oder ich brauche das im Hochformat, aber halt immer noch in abartiger Auflösung zum Beispiel. Und das habe ich ganz oft, wenn es um Werbefotografie geht tatsächlich, wenn es um Porträts geht, also gerade wenn du eine Brand 1 oder einen Spiegel aufschlägst, das hat ja einen gewissen Style heute und das ist oftmals mit sehr viel Fläche drumherum eine unglaublich spannende und gut gemachte Bildkomposition und oftmals willst du aber trotzdem die Crop-Star davon haben. Und dann, also ganz pragmatischer Ansatz. Ganz pragmatischer Ansatz. Nichts Künstlerisches von wegen Mittelformat, Look und ganz toll, ich sehe da was Eigenes drin, sondern einfach im Prinzip... wenn ich es mir einrede, ist es natürlich schon dieser Mittelformat-Look auch ein bisschen, aber seien wir ehrlich, das gilt heute nicht mehr so ganz, weil wir natürlich mit, also beispielhaft die Sigma Art-Serie, die unglaublich schönes Bokeh haben, unglaublich schöne Farben auch liefern, da kommst du halt mit Vollformat absolut auch ran, keine Frage. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mehr Megapixel auf einem größeren Sensor zu kriegen, mit größerem Glas, das muss natürlich auch alles mitschleppen und so weiter, keine Frage. Also die GFX ist keine kleine Kamera, aber für den Qualitätsanspruch, da nehme ich es mit. Und dann bleibe ich da auch, wie gesagt, im Mittelformat tatsächlich ganz gerne mal. Ich habe noch ein Bild. Und ich glaube, wenn man über Mittelformat-Look redet, wenn man mal mit einer Texas Leica fotografiert hat und einfach mal ein 6x9 negativ gesehen hat, was dabei rauskommt. Also dann kann man, glaube ich, dann kann man halt über was ganz, ganz Besonderes reden. Das Problem heutzutage beim Mittelformat ist ja, dass das im Grunde genommen, ich sag mal, eine Art Crop-Mittelformat ist, ne? Das heißt, genau, ist auch nicht ganz so groß. Ist nicht ganz so groß, ne? Also es ist halt nicht 6x7, was wir klassisch so unter Mittelformat verstehen. Also hier, das ist zum Beispiel so ein Beispielbild, das ist in Bethlehem aufgenommen, als ich in Israel unterwegs war, in der Westbank.
Das Bild könntest du so hart kroppen, dass du hier wirklich oben den Maschendrahtzaun noch ohne Probleme erkennen könntest. Also da ist so viel Detail einfach drin. Das ist dann schon spannend einfach, was da alles rauskommt. Das ist mit der GFX 50R noch fotografiert, also mit 50 Megapixeln auch. Und wirklich aus der Hand mit einem Mittelformat zu arbeiten, hätte ich eigentlich auch nicht für möglich gehalten. Also ich habe mal eine Zeit lang Phase One bedient als Assistent und Digital Operator. Und das war ja ein Graus, das Ding. Also es hat einfach entweder nicht funktioniert oder war halt einfach nicht das, was ich wollte. Und da ist das schon eine Offenbarung, was mit dem modernen Mittelformat dann tatsächlich rauskriege aus den Kameras, mit dem, was ich mit denen alles dann machen kann. Ja, da gehen sie auch so ein bisschen hin. Hasselblad hat ja auch diese XH heißen sie, glaube ich, ne? Oder X... 1D? X1D, XH war Fuji. Ja, so glaube ich. Genau. Und die finde ich vom Format, finde ich auch sehr schön. Also sehr handlich, ne? Nicht mehr die, gut, ist nicht mehr die klassische... klassische Mittelformat, wie wir das kennen, aber ist halt, die zielen, glaube ich, auch so ein bisschen darauf ab, Reportage mit Mittelformat zu machen. Ne? Ja, ist halt einfach möglich zu machen, Mittelformat mitzunehmen. Also ich glaube, für Landschaftsfotografen sind diese Mittelformate sicherlich eine wirkliche Offenbarung tatsächlich, weil du damit halt nochmal eine brutale Qualität einfach in deine Bilder reinbekommst und unglaubliche Details. Und da ist es ja auch ein bisschen in Anführungszeichen egal, wenn die Kamera groß ist, wenn sie auf einem Stativ steht, aber du musst sie trotzdem mitschleppen. Und ich sag mal, die GFX 100S hier, die ist so groß wie eine 5D Mark III. Mhm. Und die hast du früher auch mitgenommen. Ja, eben. Also sie ist, klar, sie ist natürlich... verglichen mit den anderen Fujis ist sie natürlich ein Brocken, aber verglichen mit einer ausgewachsenen Spiegelreflex. Ja, ja. Da ist der Vergleich nicht so weit. Nee, also es ist, also durchaus machbar, damit aus der Hand oder sie dabei zu haben und wie eine klassische Spiegelreflex zu benutzen. Genau, ist absolut möglich. Hat die eigentlich einen Zentralverschluss, die GFX? Leider nicht. Nee. Leider nicht. Schade. Den hat aber die X100V dafür. Stimmt, die X100, die hat ganz klassisch, haben die so ein Leaf Shutter, nennen die das, ne? Genau. Das ist so ein, ist kein richtig, also ist nicht ein klassischer Zentralverschluss, sondern hat wie so ein Blatt von der Form her, ne? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nicht so wirklich. Ja, es gibt so ein bisschen schwierig. Ja, doch, da sieht man es so ein bisschen. Das sieht man so ein bisschen. Der ist so leicht gewölbt, ne? Genau. Also ich habe dazu mal, wenn es euch interessiert, ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich demonstriere, was dieser Leaf Shutter oder Zentralverschluss tatsächlich macht, warum das so cool ist, wenn man den in dem Objektiv genau genommen drin hat. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, like und subscribe. Könnt ihr da mal reinschauen. Ja, jetzt bin ich schlecht vorbereitet und habe den nicht zum Einblenden hier, aber ich glaube, wenn ihr einfach nach Thomas Jones auf YouTube sucht oder Thomas Jones Fuji, irgendwie sowas, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er ziemlich weit oben auftaucht. Genau, ich glaube, ihr könnt hier sogar auf meinen Benutzernamen oder so klicken, dann kommt er, glaube ich, auch, wenn ich es ganz richtig gemacht habe. Oder hier wäre der Link dann im Chat. Ja. Genau. Nee, du kannst keine Links in den Chat posten, das ist das Problem. Als Gast. Die filtert die raus, echt? Ja, als Gast kannst du keine, also nur ich kann Links posten. Siehst du? Nur ich kann Links posten. Aber komm, da sollst du das bekommen hier. Gib mir ein paar Sekunden. Thomas. So, da ist er schon. So. Hier kam die Frage auch von Chris Huth, wie groß man denn mit einer GFX 50S Mark II die Bilder drucken kann. Ich hatte kürzlich eine Ausstellung im Fuji Store in Nürnberg. Da hing ein Bild von mir, das ich mit der X-T3 gemacht habe, an der Wand mit einer langen Seite von 1,50 Meter. Und das war mit 26 Megapixeln. Also Betrachtungsabstand spielt auch immer eine große Rolle, weil man nicht ganz nah an das Bild ranlaufen kann. Und so soll es eigentlich auch betrachtet werden. Von daher... Mit 50 Megapixeln kannst du im Prinzip jede Größe abdecken, die du dir vorstellen kannst. Weil sobald das Bild groß genug ist, gehst du automatisch auch weiter weg und dann spielt die Auflösung deiner Bilddaten gar nicht mehr so eine große Rolle, wie man denkt. Altes, leidiges Thema.
Ja. Ich habe vier, also Leica M240 hängt in der Eingangshalle von Hapag-Lloyd in 3x2 Meter. So. Ja, das, also insofern macht euch keine Gedanken über das, Oliver, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Macht euch keine Gedanken darüber, dass ihr nicht genug Auflösung fürs Drucken habt. Mein anderes Lieblingsbeispiel, was ich schon oft erzählt habe, dieses Drohnenfoto, was ich auf dem Schiff gemacht habe, kennen viele von oben, ne, mit dem ganz vielen Wasser und so weiter, ist in Wirklichkeit ein Standbild aus dem Video, weil ich vergessen habe, das Foto zu machen. Das war glücklicherweise ein 4K-Video, aber 4K-Video heißt im Grunde genommen 8 Megapixel. Ne? Ja. Und das habe ich dann da rausgezogen und das ist ja ein Standbild aus dem 4K-Video und auch das ist schon in richtig groß gedruckt worden. Ja. Also, daher. Ich habe schon ich habe ein 18.1 Plakat mal gemacht mit meiner X-T1 war das damals. Das ist eine 16-Megapixel-Kamera und es ging auch. Also an einem 18.1 Plakat fährst du im Auto vorbei, das sieht kein Mensch, ob es da irgendwie ein Pixel hat. Du bist so weit weg von den Dingern auch. Das ist, also ich will, was ich immer so krass finde, ist die Busbeklebung manchmal. Da, wenn du da nah dran gehst, da siehst du ja richtig so, die haben ja solche fetten, das ist ja schon nicht mehr Pixel, das sind ja richtig Punkte, ne? Also da, und in dem Moment, wo du ein bisschen weiter weg gehst, ist alles gut, ne? Also insofern, ja, also Auflösung, ja, es ist schön, sie zu, also haben es besser als brauchen. So ja? Genau der richtige Spruch. Genau, das zählt für die GFX ja. Genauso. Haben es besser wie brauchen. Ja, und also für mich ist es wirklich so, der Sweet Spot ist für mich tatsächlich so in diesem Bereich von den 24 Megapixeln, so grob, ne, plus minus ein paar. Und alles, was da drüber geht, also ja, macht es nicht unbedingt einfacher. Also der Gewinn ist für jemanden, der, sag ich mal, wie du jetzt da extrem kroppen will, der ist da. Aber ansonsten hast du da meiner Meinung nach jetzt nicht Bildqualitätsgewinn. Na? Nee. Und wie gesagt, für Spezialanwendungen brauchst du vielleicht auch spezielle Auflösung, aber für ja, 90% tun es, wie gesagt, was du sagst, irgendwas ab 25 Megapixel aufwärts bis 30 maximal, mehr als 30 braucht kein Mensch. Also müsst ihr wegen mir wirklich nicht haben, weil du musst ja auch sehen, die GFX, da fallen 100 Megapixel Daten raus. Jede RAW-Datei hat pauschal 200 Megabyte. Wenn das ein Porträt ist, wo ich eine Hautretusche dran mache, hat meine Photoshop-Datei, die PSD-Datei, ist dann so groß, dass ich sie nicht mehr als PSD-Datei speichern kann, sondern muss als PSB speichern. Ja. Also über 2 GB groß ist pro Datei. Mhm. Das muss eure Kiste auch erstmal herhalten und glaubt mir, so groß werdet ihr es nie drucken, um dann so nah ranzugehen, dass ihr das bräuchtet. Meistens nicht. Die 50er reicht völlig aus, vermutlich, für die meisten Leute. Ja. Leute, habt ihr noch irgendwie Fragen? Wir quatschen jetzt hier schon fast 2 Stunden. Ich sage, es ist für mich alles nur eine Ausrede, viel zu reden. Ja, ich merke das schon. Ich glaube, wir könnten das jetzt hier beliebig in die Länge ziehen oder dann noch 3-4 weitere Teile von machen. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz konkret hier nach ein paar Fragen zu ein paar Fragen aufrufen, da ich mit Sicherheit einiges überlesen habe. Ich bin jetzt immer nur so in Chat, aber teilweise ging der dann doch relativ flott. Also ich muss ja sagen hier... schon was los heute. Ja, du hast schon eine gewisse Anziehungskraft. Also wir haben hier schon permanent 500 Zuschauer insofern und auch die Chatfrequenz ist relativ hoch. Also von daher, Leute, jetzt gerne nochmal her hier. Ja, Werbung gemacht für das Buch haben wir schon. Immer schön zuschlagen, immer schön kaufen. Ich werde mir auf jeden Fall einen Nebel Black Mist Filter kaufen. Muss ich unbedingt ausprobieren. Ja, den Instagram-Kanal von Thomas bitte auch mal folgen und den YouTube-Kanal, den hauen wir jetzt nochmal hier in den Chat rein. So. So, ich habe gerade auch, ich scanne hier auch nochmal so über den Chat rüber, da gab es ein paar Sachen, die ich eigentlich noch ansprechen wollte, aber irgendwie, es war ganz schön viel hier. Ja, es ist auch, also das Problem ist ja auch, wenn du so sagst, allgemein Fuji Talk. Also man hätte das jetzt schon
man hätte das runterbrechen können. Also du kannst ja alleine über einzelne Kameras einen ganzen Talk machen. Du kannst über einzelne, über die ganzen Objektive kannst du stundenlang philosophieren. Ne? Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen dem auch Rechnung tragen, dass ich, also das ist, dass ich persönlich bin immer noch schwer am Überlegen, ob ich nicht ins Fuji-Game ein bisschen mehr einsteige, ein bisschen tiefer. Und ich höre es halt einfach immer am Feedback, dass dann doch viele im Chat sind, ach Mensch, mach doch mal ein bisschen mehr mit Fuji und erzähl da mal ein bisschen mehr zu. Von daher, und ich finde, es passt auch gut. Also, was wir eben schon gesagt haben, ich finde, Fuji ist so eine Kamera, die sollte jeder haben. Also, wenn du eine Nikon hast, ist eine Fuji eine super Ergänzung. Wenn du eine Canon hast, hol dir eine Fuji dazu. Hast du eine Sony, hol dir eine Fuji. Hast du eine Leica, hol dir eine Fuji dazu. Hast du keine Kamera, hol dir eine Fuji. Also, Fuji geht, ja, das geht irgendwie immer. Und du hast immer, also, mein Kumpel Faisy, der braucht ja immer einen Use Case. Ja, der ist ja sehr analytisch veranlagt. Und für Fuji lässt sich immer ein Use Case konstruieren. Ja, stimmt. Das stimmt ja. Allerdings. Also ich finde, die X100V zum Beispiel ist wirklich eine Fotografenkamera, sage ich immer. Du kannst, egal mit welchem System du fotografierst, Leica, Sony, Canon, Nikon, Olympus, völlig wurscht, wenn du noch eine zweite Kamera willst, die du einfach mitnehmen kannst, mir das einfach Spaß machen soll zu fotografieren, ist diese X100 genau das Ding. Das muss nicht mal die V sein, das kann genauso gut die F sein, das ist völlig wurscht, aber die liegt bei mir immer Speicherkarte drin, Akku geladen, liegt die immer bereit, um sie einfach mitzunehmen. Und ich nehme die immer mit mittlerweile wieder. Ja. Weil ich einfach sage, hey, da habe ich immer eine gute Kamera dabei und greife nicht einfach nur zum Smartphone. Die Kamera hängt irgendwie schon dran und dafür ist die perfekt zum Beispiel. Ja, die ist auch klasse. Also bei mir ist das die Q, ne, das ist, ich glaube, das sind auch, ist auch ein ähnliches Klientel. Ne? Q, Fuji X100 und so. Also es ist ganz komisch, ich hatte ja die X100, also die S hatte ich damals. Und ich glaube, heute mit ein bisschen Abstand kann ich sagen, dass ich nicht reif war. Also es war so ein Zeitpunkt, wo ich halt noch sehr viel, also ich immer Nikon, mein 85-1.4 da drauf, ne? Also irgendwie eine D4 hatte ich damals oder eine D3 zu der Zeit und irgendwie fand ich die schön, aber es war, fotografisch war ich noch nicht so weit. Heute, ja, ist es halt dann die Q und ja, die X100V. Könnte es vermutlich genauso sein, aber könnte klar. Es vermutlich genauso sein. Wobei ich jetzt ganz persönlich sagen muss, müsste bei mir erstmal jetzt als erstes der Use Case Video und Streaming abgedeckt werden. Klar, wenn da der aktuelle Schmerz ist, sage ich mal, dann da vielleicht eher mal zugreifen. Da ist der Schmerz bei Leica. Oder so. Du hast noch was entdeckt? Ja, da, danke nochmal für die Fragen, die ihr auch hier reingepackt habt. Generell danke fürs Dasein und so viele Fragen stellen. Das ist super, auch wenn wir natürlich nicht zu allem kommen. Vorhin kam mal die Frage kurz auch mit den Wildrox-Objektiven. Da habe ich auch mal ein Testvideo dazu gemacht, zu den Wildrox 56 mm. Ich habe die anderen in der Hand gehabt, aber nicht so ausgiebig getestet, wie ich das 56er testen konnte. Für mich ist es da ganz klar, wenn Budget eine große Rolle spielt, sind die Wildrox eine Alternative. Ich bin aber ehrlich, für mich ist es dann die Bildqualität, die Verarbeitungsqualität von den Fuji-Filmobjektiven, die schätze ich dann halt einfach noch mehr. Und da bin ich absolut bereit, ist aber auch mein Job, da mehr zu investieren und die großen Objektive zu kaufen. Also sowas wie das neue XF18 oder XF33 zum Beispiel, die wirklich, ich kann es nur sagen, die sind definitiv besser und preislich sind die jetzt nicht so völlig bescheuert weit auseinander, wie andere Objektive manchmal auseinander sein können auch, dass ich sage, schaut euch beides mal an, leiht es euch aus, vergleicht die Bilder und trefft dann eine Entscheidung. Und wenn es wirklich eine Budgetfrage ist, sind die Wildrox ein guter Einstieg, um sich dann in die Kamera erstmal zu verlieben. Weil wenn man, bevor man eine Kamera ohne Objektiv hat, dann lieber ein Wildrox vielleicht. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut sagen. Und dann gab es hier gerade noch die Frage zu der Leica, zu der M10. Also ich fand den Umstieg von der X-Pro3 auf die M10 irgendwie erstaunlich einfach und erstaunlich schwierig gleichzeitig. Das ist total schwer zu beschreiben. Ich Shoutout an Merdat, der ein paar richtig gute Videos gemacht hat zur M-Serie, wie man die Dinger bedient auch. Wenn man mal dahinter kommt, wie man damit arbeitet und sich ein bisschen dran gewöhnt hat, es ist wirklich ein richtig tolles Werkzeug. Und, das habe ich kürzlich schon mal irgendwo gesagt, wenn mich jemals wieder fragt, jemand im Ausland, was können denn die Deutschen ganz besonders gut und ihr seid doch so tolle Ingenieure, dann sage ich ja und ich werde keinen Autohersteller ranziehen als Vergleich, sondern definitiv die Leica. Also wenn du mal was sehen willst, was wirklich perfekt gebaut ist, wo
jedes Spaltmaß stimmt, alles genau so viel Spiel hat, wie es Spiel haben soll und technisch, mechanisch und auch softwaremäßig einwandfrei funktioniert, das sind die Leicas definitiv. Also Hut ab. Ich weiß, die nach den paar Wochen, die ich die M10 jetzt hatte, weiß ich das noch viel mehr zu schätzen, was Leica da wirklich abliefert und was auch den Preis ein gutes Stück weit eher rechtfertigt. Also ich sehe das bei weitem nicht mehr so, dass ich sage, ah, die sind halt nur teuer, weil sie halt gerne teuer sind. Nee. Da steckt auch wirklich die Leistung drin, die man da bezahlt. Und ich arbeite gern damit. Es ist aber halt, das ist für mich wirklich nur eine Kamera, mit der ich ganz bewusst rausgehe. Also wenn ich von A nach B kommen will, nehme ich meine Fujifilm-Kameras. Wenn ich auf dem Motorrad fahren will, dann nehme ich vielleicht auch mal die Leica wieder in die Hand. Weil die halt einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Dieses Reduzierte, das ist wie meine Hasselblatt da hinten. Also da von oben in diesen Lichtschachtsucher reinzugucken und alles spiegelverkehrt auch noch. Das ist halt so anders, dass das andere auch Spaß macht tatsächlich. Und da ist die Leica, finde ich, wirklich ein tolles Ding. Also ich brauche noch ein bisschen, mein größtes Problem ist, dass meine Bildkomposition nicht mehr funktioniert, weil ich so mit Scharfstellen beschäftigt bin, dass alles aber zentriert in der Bildmitte ist. Ich glaube, das scheint bei vielen so am Anfang zu sein. Da muss ich noch ein bisschen drüber, aber dann ist es eigentlich eine geile Kamera, also Hut ab. Also ich bin ehrlich, ich hätte tatsächlich Bock auf eine M10D, die ohne Display hinten dran. Da hätte ich irgendwie, das wird mich tatsächlich reizen. Habe ich auch schon mal gesagt. Die M10D und also im Prinzip so ein bisschen so, so digitales Analog oder analoges Digital so ein bisschen. Ja. Ne? Dann einfach eine Speicherkarte rein mit 512 MB, wo dann wahrscheinlich nur 36 Bilder drauf passen oder so. Mhm. Ne? Dann das ganze JPEG und ein paar, und dann Kodak Portra Look. Fest eingestellt. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ne? Aber ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen diese Faszination von Leica. Wie gesagt, wer rein auf die Feature-Liste guckt, der wird nicht bei einer Leica-Kamera landen. Aber es gibt halt einfach auch so viele andere Gründe, aus denen man eine bestimmte Kamera kauft. Und ich glaube, das weiß jeder, weil ich meine, nicht umsonst haben wir verschiedene Kamerahersteller. Und es ist ja so, die Fotoindustrie ist ja nun nicht unbedingt eine Industrie, die jetzt mega am Wachsen ist, wo ständig neue Rekordzahlen gemeldet werden. Und trotzdem ist es halt so, dass diese unterschiedlichen Hersteller jetzt immer noch nebeneinander funktionieren. Und das ist natürlich auch dem ein bisschen geschuldet, dass halt jeder am Ende eine andere Präferenz hat. Und da gibt es halt die sagen, okay, ich brauche halt das, was funktioniert, ist mir egal, wie die bedient, Hauptsache Autofokus gut. Und dann gibt es halt die auf Haptik und Ähnliches stehen. Ne? Ja, ich sag mal, man kann fast ein bisschen sagen, Kameras sind zu Ende entwickelt. Also was diese minimalen Verbesserungen, die jetzt noch kommen, die sind halt wirklich minimal. Also wir hatten es vor der Sendung gerade eben von, dass eine Sony jetzt neben dem Augenautofokus, Tierautofokus und Produktautofokus hat. Jo. Klar, kann man haben, aber das reißt jetzt meine Fotografie nicht mal nochmal 100% ins Bessere oder so. Aber der Punkt ist eben, was ist für mich die beste Kamera am Ende? Mit was macht es mir Spaß zu fotografieren? Und welche Kamera holt mich tatsächlich ab? Und da kann ich mich heute bedienen. Das ist schön, dass es so viele Hersteller gibt, die für jeden die passende Kamera eigentlich bauen. Ja, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass sich da jeder einfach auch drauf einlässt und dass er einfach das auch ausprobiert. Und da ist natürlich auch wichtig, dass du einfach gesagt hast, okay, ich nehme die M10 mal in die Hand. Du hast jetzt die Möglichkeit gehabt, die auch wirklich über einen längeren Zeitraum auszuprobieren. Das ist schon wichtig, dass man sich darauf einlässt. Also, dass man auch wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt mal. Man muss eine gewisse Bereitschaft mitbringen, weil Leica M-Einstieg ist natürlich auch ein Leidensweg. Ja? Das ist nichts für schnelle Erfolge. Oh Gott, wenn ich an... Also die Nacht und den Tag, nachdem ich meine M gekauft habe, das war für mich, war schlimm. Ich glaube, es gibt ja dieses schöne Buyer's Remorse, man kauft was und hasst sich dann direkt dafür und bei einer Leica stelle ich mir das extrem schlimm vor. Ich habe mich so gehasst, ich habe mich geschämt, ich dachte, also nee, geschämt nicht, aber ich habe mich gefragt, was hast du getan, bist du eigentlich bekloppt? Und dann war es auch noch so, dass die ersten Bilder, die ich damit gemacht habe, auch einfach total scheiße aussahen. Weil ich mir auch keine Mühe gegeben habe. Ich dachte dann auch, jetzt kaufst du dir eine Leica und alles wird gut. Nee, du kaufst dir eine Leica und erstmal wird alles schlecht, bevor du dann
langsam so Schritt für Schritt dahinter kommst, wie das Ganze ist erstmal ein Rückschritt auf jeden, ne? Fall. Wie gesagt, Bildkomposition, Katastrophe am Anfang. Aber das Fotografieren damit macht schon Spaß. Also ich bin auch auf die M10D gekommen, weil ich habe die M10 in die Hand genommen, am Abend so ein bisschen damit rumgespielt und die ersten paar Bilder gemacht und das angeguckt. Und am nächsten Tag bin ich nochmal durch die Stadt gezogen und ich habe bestimmt 2 oder 3 Stunden lang fotografiert, ehe ich das erste Mal aufs Display geschaut habe. Mein Kopf hat so auf analog umgeschalten, dass ich gar nicht erwartet hätte, dass ich ein Display habe. Und dachte ich mir, das ist aber, glaube ich, der Trick an der Leica tatsächlich, das zu vergessen und einfach nur zu fotografieren. Das hat sie quasi aus Versehen, also ging bei mir aus Versehen schon von alleine so. Und das muss eine Kamera erstmal hinkriegen. Das schaffen nicht alle. Ja. Ist so. Und plötzlich wird wieder das oberste Ziel, erstmal ein scharfes Bild hinzukommen, ne? Ja. Das ist echt eine Aufgabe manchmal. Also, aber wie gesagt, wenn man mal dahinter kommt und sich ein paar so Kniffe zurechtlegt, auch mal lernt, wie man tatsächlich fokussiert mit dem Ding. Das ist ja vom Prinzip her ist es ja einfach, aber halt auch nicht. Also dieses Muscle Memory, dass du halt wirklich weißt, okay, wo muss mein Finger hin, damit ich vor, zurück, also in welche Richtung ich überhaupt fokussieren muss. Das ist bei mir dummerweise genau anders. Ich habe mir das anders angewöhnt an den Fujis. Aber das war auch nochmal ein bisschen eine Umstellung, aber kommst dahinter. Man kommt hinter alles irgendwann mit ein bisschen Zeit. Ja, cool. So, jetzt haben wir wirklich die 2 Stunden voll. Es ist Punkt 10 Uhr hier auf dem Montagabend. Schlafenszeit. Durchgequatscht ohne Ende. Also sensationell, dass ihr alle so lange dran geblieben seid. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich habe mich gefreut. Es war jetzt auch ein bisschen Pause hier, weil ich ja unterwegs war. Und diese Woche geht es wieder ein bisschen los. Ich möchte ein bisschen Werbung machen. Am Freitag geht es hier weiter mit unserem kleinen Foto-Late-Night-Talk. Dann ist der Faisy auch wieder dabei. Wobei ich hier aus dem Augenwinkel gesehen habe, der guckt die ganze Zeit zu. Der muss abchecken, was hier läuft. Weil Faisy hat sich ja auch gerade eine Fuji gekauft. Ah, Glückwunsch zu der XE4. Ja. Gutes Ding. Genau, Und da steht, glaube ich, auch noch ein bisschen sein persönliches Fazit und Review zu aus. Und bin ich sehr von gespannt. Daher lade ich euch auf jeden Fall alle ein am Freitagabend. Traditionell ein bisschen später. Wir starten immer erst um 21 Uhr. Wobei, ich weiß gar nicht, Faisy, hatten wir nicht gesagt, wir starten mal um 20.30 Uhr? Keine Ahnung. Nee, also irgendwie so, werdet ihr sehen. Nein, wir lassen das Late Night Talk 21 Uhr. Ja, klingt auch gut, genau. Late Night Talk als Frühabend-Talk. Ich finde auch, Late Night ist super, ne? Und das auch am Freitag, finde ich spitzenmäßig. Also insofern euch allen vielen, vielen Dank, Thomas. Thomas, dir auf jeden Fall auch einen vielen, vielen Dank. Ich danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich klasse, euch da draußen auch. Und ich sag dann mal, bis Leute. Tschüss, schönen Abend. So. Stream beenden.